So, meine Damen und Herren, wunderschönen guten Abend. SSYNICAKM, ihr kennt doch den Rest. Also, wir kommen jetzt zum Contra-View mit der guten Mel Beats. Wer von euch sich denkt, Mel, was? Hat gesündigt, Mel Beats, die einzig relevante Frau, wenn es darum geht, im Hip-Hop kranke Beats zu machen, hat unter anderem das Urteil von Kool Savas produziert. Mehr brauche ich, glaube ich, nicht sagen. Geile Persönlichkeit, kranke Persönlichkeit. Auf jeden Fall hat mit Leuten gearbeitet wie Kanye West, Mobb Deep. Wir reden über Frauen im Hip-Hop, den aktuellen State of the Art im Hip-Hop, die neuen Beats, andere Produzenten. Über meinen Track reden wir auch unter anderem. Wir reden über Substanzen, Feiern, Berlin in den 90ern. Also super interessant geworden. Ich glaube, Kinder der 80er werden es lieben. Kinder der 90er vielleicht auch bis zur Hälfte. Naja, bleibt mir nichts anderes übrig, außer zu sagen, genießt die Scheiße. Genießt die Scheiße. Und wer noch ein schönes Geschenk für Weihnachten braucht, geht auf cynic.de, ne? Shopify Cynic 13 und, oder auf Eventim und holt sich noch ein paar Tickets. Die erste Tour ist ausverkauft, bis auf Stuttgart und Leipzig. Die Tickets für die zweite Tour kann man schon holen. Gehabt euch wohl. Haut da rein, meine Lieben. So, meine Damen und Herren, SSYNICAKM, ihr kennt doch den Rest. Wir sind hier wieder beim Contra-View mit der fantastischen Mel Beats. Schön, hallo, dass du da bist, meine Liebe. Dankeschön. Und ich möchte sagen, pfeffi-technisch, Prost. Prost. Mmh. Fantastisch. So, nice, dass du da bist. Das machen wir jetzt auch gerade nur, damit wir, damit ich jetzt nicht den Anfang machen muss nach dem Motto, das erste Mal, dass wir uns nüchtern sehen. Ne? Wir haben gerade schon ein Bierchen getrunken und so. Wie geht's dir denn überhaupt? Gut, sehr gut. Ja? Und dir? Okay, mir geht's auch gut. Ist ein bisschen kalt draußen, aber ansonsten passt das erstmal so alles. Smalltalk-mäßig. Perfekt. Haben wir abge-, was ist sonst noch? So, sonst Urlaub? Geil. Ja? Gut. Nice. So, aufgepasst. Also, ich habe mir überlegt, ich habe natürlich ein paar Fragen an dich, ne? Aber keine fiesen Fragen, sowas wie, wie alt bist du oder so, das frage ich natürlich nicht. Kann man bei Wikipedia sehen, dass die gute 89er-Jahrgang ist. Von daher, nee, aber was mich, ich habe mal ein bisschen recherchiert und habe mir auch ein paar alte Bilder angeguckt. Jetzt sag mir doch mal einmal ganz kurz, wo du herkommst überhaupt. Aus Berlin. Ja, aber wo kommen die Eltern her? Meine Mutter aus Herbrechting, muss man jetzt selber googeln. Baden-Württemberg. Okay. Baden-Württemberg. Mhm. Und mein Vater Niedersachsen. Oh, aber beides deutsch? Ja. Ach krass, okay. Ich hätte nämlich gedacht, irgendwas Mischling-mäßiges wäre da drin. Ja, denken irgendwie mal alle. Ja. Wie Misch, aber was für Mischling? Boah, es ist super schwer zu sagen, ey. Könnte in Richtung Lateinamerika gehen oder könnte aber auch so... Ostblock. Nein, 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 safe nicht. Aber irgendwie, keine Ahnung, so ein ganz weißer Südafrikaner vielleicht. Ey, das ist so verrückt, weil voll, also in Amiland denken mal alle, ich bin sehr, sehr hell... Schwarz, ja. Also ganz oft, oder Brasilianerin, mhm. Und, oder Latina oder sowas. Ja. Und in Deutschland denken alle Ostblock. Ostblock? Ja, irgendwie so Pole, ja. Pole, Russe. Okay, gut, wir haben, Russin, wir haben abge-, vorher abgemacht, dass ich nichts Fieses sage, deswegen ja, halte ich mich an der Stelle auch einfach da dran. Nee, aber nice auf jeden Fall. Bist in Berlin aufgewachsen, erzähl mal bitte für jemanden, der zugezogen ist, wie ist Berlin wirklich so crazy gewesen in den 90ern? Ja, absolut. Stadtteil? Deshalb, weigere ich mich, zugezogen auch nach 10 Jahren als ja. Berliner zu betiteln, weil, ich meine, du musst nicht da gewesen sein im Kalten Krieg oder sowas, aber auch 90er war ja auch noch alles ganz frisch offen, mhm. Mauer und so. Es war sehr grau, sehr Anarchie sozusagen. Also die ganze Clubkultur kommt ja... Aus diesen Jahren, ja. Einfach so ein Hinterhof, irgendwo im Keller, irgendwie ganz dubiose Partys, mhm. Und so. Also und deshalb, und es war nicht geil eigentlich, deshalb, so das zugezogen. Naja, als Berliner ist eh... Aber wenn ich höre immer, wenn ich bin auch viel Hip-Hop-mäßig unterwegs und ich höre dann immer so, ey, Dicker, damals in Kreuzberg war so und so und hier Halligalli und da ist Royal Bunker gewesen und hier war eine Cypher und da haben die Leute gesprüht und also nur, ich höre nur so legendäre Sachen, ey. Ja, aber die waren ja früher noch nicht legendär. Das war einfach asozial, ja, okay. Assi und du musstest mit dem arbeiten, was es gab. Ja. Und es waren so abgeranzte Schuppen und die wurden erst später so glorifiziert. Ja. Gab es das Berghain damals eigentlich schon?
Weil das ist ja der berühmteste Club. Gar nicht. Nee. Also, was reden wir denn jetzt? Was für ein Zeitfenster? Nee, weil ich weiß nämlich nicht, wann der aufgemacht hat. Also, ich mir so 90. Ich glaube, eher so 2000, Mitte 10er oder so. Okay. Das weiß ich. Ach, der ist doch gar nicht so alt, oder? Ja, ich auch noch nicht. Aber was würdest du sagen, so von Clubs, die es gibt und gab in Berlin, was ist für dich das Geilste? Jetzt gerade. Ja, oder auch was es gab. Wenn du sagst, so, ey, es gab mal diesen einen Club, der hat mittlerweile zu, aber der war. Ja, damals U-Club auf jeden Fall. U-Club? Das ist Köpenicker gewesen, so in Nähe des Rauchhauses. Mhm. nicht Rauchhaus, sondern das ist ein besetztes Haus, weil Bethanien heißt ja Rauchhaus. Ich bin seit 6 Jahren hier. Deshalb, so wenig deshalb sage ich es dir. Ja. U-Club war ganz richtig nice und. Ey, tausend Sachen. WMF, Tresor. Tresor. Aber oben war Globus. Tresor kenne ich noch. Das war Potsdamer Platz und da war noch nie gar, also war alles flach. Brach. Ja, also wirklich so. Es war einfach nur eine freie Fläche. Und da gab es unten das Tresor und oben Globus. Da hat DJ Alex immer aufgelegt und so. So hießen die damals. Ja. Aber Hip-Hop aber? Oh, ich glaube, warte. Hip-Hop, aber waren das Hip-Hop-Clubs? Ja, also unten war Techno, oben war Globus Hip-Hop. Okay. Da war die Zeit Wu-Tang und so eine Sache. Und du bist auch direkt reingerutscht, direkt eingesogen worden von dem Hip-Hop, vom Hip-Hop-Strudel? Gar nichts anderes gehört? Ja, sozusagen, also 91 habe ich angefangen Graffiti zu machen und es war so der zugehörige Sound. Okay, erklär mir kurz, wie man als Frau einfach sich denkt, ey, ich schwöre, ich sprühe jetzt einfach Namen an die Wände. Nee, aber so war das nicht. Ich bin auf eine neue Schule gekommen und da hat sich so ein Mädchen meine asoziale Schule? Nee, das war so eine mit Musikschwerpunkt sogar. Mhm. Vielleicht hat das mal so. Otto von Guericke war dahin Wilmersdorf oder so. Und Daniela, die hat sich meine angenommen und die hat schon gesprüht und ich habe einfach mitgemacht. Ja. Und ich wusste gar nicht, was da machen. Auf einmal sind wir berühmt geworden. All City, wie man das so schön nennt. Okay, von Spray zum Beispiel. Ich habe mit Flair ein bisschen drüber gequatscht, aber ich habe da auch nicht so ein krasses Verständnis für. Ja. Das heißt, dein Name, du hast aber nicht Mel irgendwo dran geschrieben, sondern? Doch, also angefangen Melody, dann Mel und Mel One. Man macht immer ein One hin, Melone. Okay. Ja, damit, ja. Ja, aber wie berühmt? Das heißt so Straßengossip, weil es gab keine... Also da gab es auch nicht so deutschen Hip-Hop und so. Also wir reden jetzt 91, 92, 93, 94. Und da waren wir sehr, sehr berühmt. Einer der wichtigen Leute im Graffiti. Okay, krass. Aber wie kann man sich das vorstellen? Weil dein Gesicht, die Leute kennen ja nur deinen Namen und nicht dein Gesicht, ne? Und es gibt ja jetzt keinen so, YouTube oder sonst. Ja. Naja, das ist ja das Ding. Du siehst überall den Namen. Mhm. Und also wir haben wirklich überall gebombt. Ja. Und als Mädchen ist ja noch unauffälliger. Ja. Und das war halt alles damals noch, hast ja nicht auf dein Handy geguckt, sondern noch so ein bisschen in der Gegend rumgeguckt und war halt immer der gleiche Schriftzug da. Krank, ey. Und also erst gesprüht, währenddessen schon Hip-Hop-Mucke gehört? Oder gab es irgendwie so, kennst du ja diese Frage, welcher Song hat dich zum Hip-Hop gebracht? Aber was war so, was würdest du sagen, ein Album oder irgendeine Band oder irgendein Einzelartist, wo du sagst? Das war ein bisschen davor, als ich noch nicht auf dieser Schule war, meine beste Freundin Britta, ihr großer Bruder, hat uns ein Mixtape gemacht. Da war... Kassette, ne? Ja. Ja. Mixtape. Mhm. Tape. Kassette, Kinder. Ja. Ja. Und da war Grandmaster Flash irgendwie drauf und schon Ice-T, ich glaube Pusher oder so. Ist Pusher das oder so. Crazy. Und so das haben wir noch damals Schlachtensee gehört und so auch auf einer Boombox, aber so, wir wussten gar nicht, da war ich 11, 12. Aber man so. Hat schon, aber man hat dieses, du hast, man hat schon cool gefühlt. Man wusste nicht warum, aber man hat es cool gefühlt. Ne? Auch wenn es ja vom großen Bruder kam und dem war ich natürlich verknallt. Ist ja klar. Und Wann kam das, wo du dachtest, ey, ohne Spaß, ich feiere das, ich bin hier dabei, ich habe hier einen Namen im Graffiti-Game, ich will selber auch mal was machen. Wie selber auch was machen? Weil Graffiti habe ich ja gemacht. Ja, Beats oder selber rappen? Nee, aber das war komplett was anderes. Dann bin ich ja mit Savas zusammengekommen, 93, 94. Und der hat schon Mucke gemacht, schon lange. Hast du den auch darüber kennengelernt? Ja, das Graffiti. Wir waren in einer Graffiti-Crew. Okay. Aber kannten uns eigentlich nicht. Es war so eine ganz komische Crew. Normalerweise sind es ja deine Leute, mit denen du hängst. Aber die war so, mein bester Freund hat gesagt, komm in die Gruppe rein. Und da sind die und die Leute. Und keiner kannte sich unter denen. Ja. Also, das war ganz komisch, also so nicht normal eigentlich. Okay. Und dann wusste ich, dass der auch dabei ist. Und dann irgendwann habe ich den gefragt, ich so,
Wer ist denn eigentlich dieser Jax? Wie heißt der eigentlich? Hm. Das wäre Savas. So, wie Savas? Das ist doch ein Name. Ist doch kein Türke. Ja. War ein bisschen überrascht. So, und dann kamen wir darüber zusammen, weil wir auch einen gemeinsamen Freund hatten, DJ, der auch ein sehr guter und berühmter Sprüher war. Und da haben wir auch schon Platten gekauft und so B-Seiten, weißt du? Mhm. Diese Instrumentals. Ja, nee, aber so alles, was nicht Mainstream war, okay, musste geholt werden und ja, geil gefunden werden. So. Und ja, über den haben wir uns dann richtig, glaube ich, kennengelernt. Ja. Aber da war es ja noch so, da ist ja, ich meine, ich kenne noch, ich war auf, auf der Schule, Gymnasium hätte ich jetzt fast gesagt, das hätte ja, meiner Street Credibility geschadet. Ne? Auf der Schule, damals auf der harten Schule war ich und ich weiß noch ganz genau, da waren so vielleicht zwei Jungs oder so mit so Baggies und die haben Beginner oder sowas gehört. Und das waren aber wirklich, das waren dann Freaks, weil die das gehört haben. Ja, ja, so das ist ja, damals war das schon eine ganz krasse Subkultur. Also das hatte ganz viel mit, ja, mit Loyalität zu tun und dass Leute das überhaupt nicht kannten oder so Außenstehende. Und eigentlich hat man sich an den Superstars erkannt und das war wie so, was weiß ich, wenn zwei Schwarze sich auf der Straße grüßen. So, das da war so, okay, Hip-Hop, du auch, Hip-Hop, ja, deine Schuhe. Gut. So, und es war, also, ich kann dir das gar nicht so erklären, aber das war was ganz Geheimes und Wichtiges und Tolles. Und irgendwie waren alle da auch noch im gleichen Alter. Ja, ja, okay, heute ist das ein bisschen das generationenübergreifend, aber ja, zwangsläufig auch. Aber dann habt ihr zusammen Mucke gemacht und... Nee, Savas hat Mucke gemacht, ich habe noch Graffiti gemacht. Ach so, und dann kam und von wem... Ich saß immer dabei und habe Entwürfe gemalt in der Ecke und so und er hat mir auch irgendwann mal erklärt, so, oh, guck mal, das ist die Snare, die Hi-Hat, Bassdrum. Und er ist so ein Erklärertyp und hat mir das einfach immer erklärt. Also teachermäßig, ne? Ja, 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 aber der liebt es, Sachen, die er gerade erfahren hat, auch weiterzugeben. Und ich war so, ja, okay. Und ich bin eh auch so in Technik nicht uninteressiert, sag ich mal so. Und das, ich habe dem schon zugehört, aber nie selber jetzt das Bedürfnis gehabt, was zu machen. Und dann kam halt mal, ich erzähle die Geschichte jedes Mal, das ist einfach, ich komme immer so doof vor. Dann kam er mit dem Sampler nach Hause und hat mir den erklärt und dann habe ich meine ersten zwei Beats gemacht und ab dem Tag saß ich wirklich jeden Tag dran, weil es mir so doll Spaß gemacht hat und habe Ärger gekriegt von meinen Freundinnen. Du bist voll der Sturmhocker geworden, bleich. Also, ja, aber es macht so Spaß. Aber das ist krass. Da hat mich die Straße verloren, sag ich mal. Ja gut, aber dafür hat Hip-Hop dich gewonnen, möchte ich an der Stelle sagen. Aber dann irgendwann... Aber Hip-Hop hatte mich ja davor schon, weil Graffiti ja auch... Stimmt, stimmt, das ist ja auch Hip-Hop, habe ich mal nachgelesen. Ist. Pass auf, hast du denn selber so dies gehabt nach dem Motto, ich schwöre, ich bin krass, ich mache nice Beats. Ich schwöre, ich bin krass. Ich bin krass, mache nice Beats. Weil erstmal ist es natürlich, du machst das für deinen Freund, aber denkst du dir dann so... Nee, ich habe das nicht für meinen Freund gemacht. Also Savas war nicht der Erste, der jetzt Beats genommen hat, sondern es war Fuad. Und aber auch schon nach einem halben Jahr, also halbe bis ein Jahr, hat er, war dann schon zwei Beats auf seinem Mixtape. Und Savas kam dann, weiß ich nicht, nach anderthalb Jahren oder so, erst als es ihm dann gefallen hat. Ja. Also das muss man immer dazu sagen, das ist nie passiert, weil ich seine Freundin war. Das wäre krasser Künstler. Also, ja, ja. Das wäre schlecht. Ja, ja. Und als wenn er sich da irgendwie ausleben könnte auf einem schlechten Beat. Und dann, ich habe das voll spät erst irgendwie so verstanden, so was ich überhaupt mache. Ich habe es auch, erst nach einem Jahr oder so, dann hieß es, ja, du bist die einzige Musikproduzentin. Ich so, hey, ich bin Musikproduzentin? Ja, ich habe es davor erstmal gemacht. So. Ja. Das war wirklich ganz verrückt. Und dann, ja, dann das erste Mal, als ich mich krass fand. Ich glaube, ich fand das immer toll, wenn ich fand meine Beats schon, also die haben mir schon Spaß gemacht. Und wenn Savas draufgegangen ist, der hat die eh immer so komplettiert, so ist er. Und dann fand ich so, wow. Geil. Das aber mich jetzt so geil fühlen, ich glaube immer noch nicht. Ich bin immer noch froh, wenn jemand meine Sachen gut findet. Aber selbst nicht mehr, ich meine, aber jetzt, wenn man das jetzt mal als Außenstehender betrachtet, ist ja so, wenn man das jetzt nur an der Öffentlichkeitsdarstellung misst, ist ja deine Hochphase gewesen Ende 90er? Was? Anfang 2000er? Nein, also nicht? Anfang, Ende 90er. Nee, aber das ist so 90er, Ende 90er. Aber das ist doch keine Hochphase, da haben wir gerade angefangen, kamen diese MOR-Sachen und so und dann fing es gerade an. Haus und Boot ist dann auf einmal so, ich glaube, in den 30er oder wann sowas. Wann war Bester Tag? War das Anfang 2000? 2003. Ja. Ja,
Aber das ist schon so, und dann 2004, 5, 6, so. Also okay, also Mitte Anfang, Anfang, Mitte 2000er war so, wenn man von der Öffentlichkeit so Mel Beats, der Name kursiert und das ist ein krasser Hit und da ist die mit dabei. Okay, ja. Dann sage ich jetzt ja. aber was würdest du, aber im Gegensatz dazu, was ja viele nicht oder gar nicht auf dem Schirm haben, weil der Name halt nicht überall aufploppt, machst du jetzt ja wahrscheinlich viel mehr und viel krasse Sachen, oder? Oder hast danach noch mehr krassere Sachen gemacht? Also ich habe eine ganze Weile gar nichts gemacht, weil ich irgendwie... Gar nichts? Ja, so ich glaube so 2012 oder sowas. Also auch so ein paar Jahre, da habe ich mich einfach auch so... Da hatte ich auch gar keinen Bock auf Hip-Hop, weil das voll eklig war. Dann habe ich nicht mehr so viel mit Savas gemacht, der hat da so andere Dinge gemacht. Und dann hatte ich auch keine Lust, sage ich dir ganz ehrlich. Und habe soundmäßig mich dann auch irgendwie... Also gar nichts. So. Was hast du denn da gearbeitet? So Workshops oder Auflegen oder sowas. Mhm. Aber es hat dann voll lang gedauert, bis ich dann wieder Bock hatte und dann auch wieder reingekommen bin. Und dann habe ich auch wirklich so ein bisschen was gemacht, aber da ich sehr selektiv arbeite und eh nicht irgendwie dienstleistungsmäßig jemand fragt, ob er einen Beat haben kann. Nein, muss schon feiern und alles. Okay. Das hast du noch nie gemacht? Naja, ich glaube einmal, aber... Einer zahlt für ein Beat, du schickst was. Ja, habe ich einmal gemacht, da war ich ein bisschen broke, ja. Mhm. Aber das weiß keiner. Ja. Und der Typ war auch echt nicht so nice und das ist echt so ein... Das deshalb habe ich es nicht mehr gemacht. Ja, wirklich. Also das ist auch wieder so extrem von mir. Ich könnte natürlich mal, sind ja nicht alle schlecht, kann ich natürlich mal auch jemanden, den ich nicht ganz so doll feiere, aber nee, ich bin auch anders aufgewachsen. Ich bin mit dem besten Rapper, haben wir... Musikgeschichte geschrieben. Ja, ich kann nicht einfach so irgendjemand deinen Namen hergeben dafür. Ja. Ja. Nee, aber du bist jetzt gerade vom Dings abgekommen. Ach so, wann ich meinen Beat geil fand? Nein. Wo waren wir denn? Nee, wir waren jetzt gerade noch dabei, dass ich halt meinte, dass du in der Phase danach noch krasse Sachen gemacht hast. Hast du Pause und jetzt, gemacht? Und jetzt mache ich viele Sachen, genau. Ich glaube, da können wir anknüpfen. Ich jetzt seit Jahren bin ich nur noch in Studios und arbeite mit Leuten zusammen, was ich früher auch nie gemacht habe, weil ich immer so meine Credits für mich haben wollte. Und es darf keiner denken, dass ich nicht den ganzen Beat alleine gemacht habe. Aber dann ist mir irgendwann mal aufgefallen, ey, Musik muss man zusammen machen. Ja. Das ist ja die Magie. So, und dann habe ich so auch dieses Ego-Ding hinter mir gelassen. Und was einen Song besser macht, ist alles herzlich willkommen. Auch wenn jemand keinen Namen hat, jetzt so einen Produzenten in dem Gebiet, dann gerne. Und jetzt habe ich ganz viel gemacht, ohne dass was rauskam. Aber 22 werden einige Dinge rauskommen. Crazy, Alter. Du hast ja auch schon gehört. Ja. So ein paar Sachen gehört. Ich sag nichts, aber... Du kannst ruhig gerne was sagen. Ja, nee, aber es ist auf jeden Fall, ich habe einen Künstler, auf jeden Fall einen Künstler, den ich noch nicht kannte, kennengelernt mit dir zusammen und dann waren wir halt ja bei dir in deinem Home-Studio da und dann durfte ich ein paar Sachen reinhören und die sind schon ja böse auf jeden Fall. Und weniger Sachen reingehört, sondern Münchner Freiheit. Ja, okay, klar, das lässt sich leider nicht vermeiden. Bei uns nicht vermeiden, ja. Wenn man zusammen chillt, dann werden leider... Nee, geil, Alter, werden geilerweise 80er-Lieder gespielt, Münchner Freiheit. Das ist unser Ding. Meine, auch eine meiner Lieblingsbands auf jeden Fall, den Deutschen in mir nochmal kurz. Das ist unser Song, weißt du. Mhm. Aber jetzt momentan sind ja, ist dir wahrscheinlich auch aufgefallen, Produzenten haben ja seit ein paar Jahren, sind die ja einfach auch, haben die, war ja, was ja vorher gar nicht so war, die sind jetzt auch, also werden gehypt und die haben Namen, das sind ja auch, es gibt einfach schon auch Produzentenstars. Ja, meinst du Amiland oder auch Deutschland? Deutschland auch. Ja. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, und ich, das ist jetzt einfach nur reingeworfen, keine Ahnung, Benny Blanco oder The Crates. Besessien, Ja, klar. So. Das Ding ist, es hat auf jeden Fall angefangen, dass endlich mal in Klammern Produced By stand dann auf YouTube. Und ja, ich weiß auch nicht, weil ich glaube, vor ein paar Jahren war halt die Diskussion, ja, warum sind die Beats, die halt für 50% des Songs ausmachen, warum werden die Produzenten nicht so... sind die nicht so im Vordergrund. Ja. Erstens, weil Produzenten sind, weil sie nicht so Rampensäule sind, erstens das. Und aber dann weiß ich auch nicht, auf einmal, es hat so einen krassen... Gab so einen Turn, ne? Ja. Ich weiß aber auch nicht mehr, wann das genau war, aber keine Ahnung. Also der erste, wo ich mir denke, so okay, das war wirklich, als die Haftbefehle raus... Ja, Rolle mit meinem Besten, ich glaube, sowas, so wenn du dann echt so übergeflasht bist von so einem dann willst Beat, du halt auch wissen, wenn die Beats dann auf einmal auch
ganz rausstechen. Rausstechen auf jeden Fall, ja. Waren. Ja, dann willst du halt einfach wissen, wer zum Teufel hat diesen hat das Ding gemacht so. Aber du hast zweite, nochmal kurz zurück, ich habe gefunden bei Wikipedia, du hast dieses Rapper's Delight. Dieses Rapper's Delight. Da hast du einfach dir Künstler gesucht und produziert und ein Album gemacht. Ja. Da sind kranke Leute drauf, die einfach Weltstars sind. So, jetzt erklär mir kurz, wie das zustande kommt und erklär mir kurz, warum das nicht mehr Welle gemacht hat. Also okay, wo soll ich anfangen? Also erstens war es so, dass da sind so einige Sachen nicht so passiert, wie wir wollten bei Optik. Und dann hieß es, ja, dann mach du ein Produzentenalbum. Ich so, ja, okay, gut. Und dann, da habe ich schon echt großen Vorschuss bekommen und dann... Das finde ich noch interessant, das finden Leute wahrscheinlich auch interessant, weil ich habe jetzt... aber wie das, hast du einen Manager gehabt, hast du selber verhandelt? Nein, das war Savas. Okay. Durch Savas. Der hat das dann für dich verhandelt? Und dann... Aber ich glaube, es war oder habe ich das? Weiß ich auch nicht mehr, das ist schon ein bisschen länger her auch. Ne? 2004 sind Euro schon gewesen, genau. Das heißt, du hast dann einen Batzen bekommen und was, der ist dann in einem auf deinem Konto gelandet? Ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Und also auf jeden Fall 60% mindestens. Dann bist du einfach so mit der Karte zum Automaten hast. Ja, nicht ganz, aber also ich glaube, ich bin einer der wenigen, die wirklich, also auf dem Album sind 33 Rapper und ich habe fast den ganzen Vorschuss für die krass. Künstler ausgegeben, weil auch die Hälfte des Albums sind ja auch Amis. Ich musste erst mal ein paar Mal rüberfliegen, Hotel, bla bla, dann das Studio dort, dann Kanye West bezahlen, Mobb Deep bezahlen. Okay, wie groß war der Vorschuss? 110.000. Und das hast du wirklich fast alles, aber jetzt... Ja. Ich war natürlich auch shoppen in New York, aber... Ja, aber ganz kurz, erklär kurz, wie die Connection zustande gekommen ist, einfach mit Kanye West. Ich hatte zwei Nummern. Ich glaube, von Götz Gottschalk hatte ich eine, von Justin Kalafowicz, das ist so ein Musikverleger gewesen. Mhm. Und von so einem... Einfach ein Dude so aus Brooklyn oder sowas, der auch so Mobb Deep kannte und so. Und dann bin ich halt zum Beispiel zu diesem Justin gegangen, zum Musikverlag. Wir so, ja, wen hast du denn hier so im Petto? Und er so, ja, hier Kanye West und so, der bringt gerade sein Mixtape raus, der Produzent von Rockefeller. Ich so, oh, okay, gut. So, es war einfach so. Einer Produzent, der war vor Graduation noch, ne? Vor. Ja, aber kurz davor. Ja, heftig. Danach wäre der unbezahlbar gewesen einfach, ne? Ich glaube nicht sofort, aber ja, irgendwann schon. Und erklär mal bitte kurz, wie das Arbeiten war. Mann, ich komme mir so doof vor, weil jedes Mal in jedem Interview erzähle ich halt das Gleiche und es kommt immer so, als wenn ich so, ja Mann, diese Geschichte, die werde ich immer wieder erzählen müssen. Aber dann machen wir so, ich weiß nicht, wie genau, deine Genau, Fans... wollte ich gerade sagen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von denen ich hab selber nach Interviews von dir geguckt und safe, dieses alte Toxic-Ding, dieses alte Alpagan-Ding, so, das haben von den Leuten auf jeden Fall 80-90% nicht gesehen. Ja, gut. Also Kanye habe ich getroffen im Studio und ich hatte damals noch eine CD dabei. Oh mein Gott. Ich bin so nervös. Oh Gott. Ja. Wer kann es dir verübeln? Mhm. Ich hatte noch eine CD dabei, da war auch Internet noch gar nicht so am Start, hat auch 1000 Euro wahrscheinlich gekostet. Und ich hatte eine CD mit 20 Beats dabei und habe dem die Beats vorgespielt. Und der war halt rigoros, also next. Nach so ein paar Sekunden direkt? Ja, und er war wirklich das Gegenteil von Prodigy zum Beispiel. Der hat sich jeden Song, jeden Beat bis zum Schluss angehört. Ja. Und das war mir dann auch unangenehm, so das andere Extrem. Ich so, ja, du kannst ruhig auch weitermachen. Ja, ich so, nee, hat so viel Zeit zum Überlegen. Das hast du gemacht. Und ich so, ja. Und und dann waren schon fast alle Beats durch. Ich so, oh Gott, okay. Wird wahrscheinlich nichts. Mhm. Bei dem einen, er so, nice harmonies. Ich so, next. Ich so, hat es echt spannend gemacht. Und dann den einen, der es halt geworden ist. Er so, okay, nice, den nehmen wir. Mhm. Und er so, ja, aber da brauchen wir noch Strings. Ich so, na gut, kannst du ja einen. Er ist ja Produzent. Ja. Ist ja. Ich so, ja, kannst du ja einspielen. Er so, nein, wir brauchen richtige Strings. Ich so, ja, ich habe diese Miri Ben-Ari, die war in der Zeit ziemlich angesagt. Okay. War auch mit ganzen Rockefeller-Sachen drauf und so. Ich so, ja, gut. Wie viel kostet die? Ich glaube, da war ich schon ein bisschen, mein Budget war schon ein bisschen weniger. Er so, ja, 5.000 die Stunde. Ich so, nee,
das geht nicht. So viel Geld habe ich nicht. Ja. Ja, ich so, du kannst doch so anspielen. Also nein, ich so, ja, dann können wir es nicht machen. Ja. Und dann, ich glaube, ich habe nicht mal geblufft, sondern dann, das war ja, mir ja egal dann. Er so, ja, okay, und er war ja so mit ihr und dann haben wir die auch umsonst bekommen. Ja. Und ja, und dann hat das recorded, mhm, und dann irgendwas ist da schief gelaufen. Dann haben wir uns nochmal getroffen, nochmal recorded, bla bla bla. Und er war immer sehr nett zu mir, das ist halt auch die Frage, ne? Mhm. Also wir haben uns sehr gut verstanden. Ja. Aber war das dann so, dass der so zum Beispiel, der war am Rappen und du dachtest dir so, oder dachtest du, warst du geflasht oder dachtest du so, okay, das ist ein Part, oder? Nein, voll gut. Also er hat schon, genau als er den Beat gehört hat, hat er schon den so Freestyle drauf gemacht, so wie es dann okay auch am Ende geworden ist. Und dann waren wir beim zweiten Mal, war dieser Dude, von dem ich dir gerade erzählt habe, der von diesem Mob Deep Connection, der wollte unbedingt drauf auf den Song. Und ich so, und der hätte sich beinahe schon so rein, kennst du, so Leute, die mies, die du echt nicht mehr so wegkriegst. Und dann meinte ich so, Kani, komm mal kurz. Ich so, hey, der will unbedingt auf den Song drauf. Kannst du bitte Nein sagen? Er so, aber warum? Der hätte Ja gesagt. Ich so, nein, ich will den nicht drauf. Und dann irgendwie habe ich es geschafft, dass er nicht draufkommt. Ja. Und er war auch nicht geil. Und, also als Rapper, der war schon nett. Ja, das geht ja nicht. Du hast ja extra dafür gezahlt. Ja, ja. Du willst ein exklusives Kanye-Ding und da sollte keine andere Nase mit drauf. Ja, ja, genau, sonst hätte ich einen Verse weniger bekommen. Das auch noch, kommt auch noch dazu. Ja. Und Prodigy, legendäre Mobb Deep, du hast mit beiden aber gemacht, ne? Ja, weil, also ich war im Studio mit Prodigy und wie gesagt, der hat jeden Beat da zu Ende angehört und er so, Mann, ey, da könnte echt jeder Song auf dem Mobb Deep Album sein. Ich so, oh mein Gott, weil das... Boah, das ist Ritterschlag des Grauens. Das ist krasser als Jay-Z so für mich. Weil mit Mobb Deep, da bin ich mit aufgewachsen. Das war Hip-Hop für mich so. Man muss mit der Hi-Hat anfangen, weißt du? Dann, Sample Hi-Hat. Und dann haben wir den Song zu Ende gemacht und dann haben wir uns nochmal getroffen. Und dann meinte er so, ja, ich habe Havoc den Song gezeigt. Und er meinte, pff, krass, warum hast du mir nicht Bescheid gesagt? Ich so, ja, dann sag ihm mal so noch drauf. Oh mein Gott, ey, das ist so... Und er so, nee, der Song ist perfekt, wie er ist. Also, mach doch 9 mit ihm. Ich so, ja. Ja. Und dann habe ich halt 2. Dann noch, habe ich noch mit Havoc eingemacht. Das ist krass, ey. Ja. Ja, so war das. Und aber das Ding ist dann rausgekommen. Und wie ist das angekommen? Also Produzentenalben überhaupt, also auch Pharrell oder sowas, die kommen nie gut an, komischerweise, obwohl du alles kriegst von einem Lieblingsproduzenten, das ist, verschiedene Künstler, es ist ganz verrückt und in Deutschland, glaube ich, kenne ich auch nur Desus, Art of War und vielleicht noch, also hier dieser Psychodyne oder sowas, aber nur ein paar, die ein bisschen so outstanding waren und an die dich erinnerst, aber so chartmäßig auch nicht waren, wo sie sein eigentlich sollen. Bei mir, ich bin, weiß nicht, auf 32 oder sowas eigentlich. Aber damals war es ja noch... Was aber nicht, was heutzutage schon... Also wäre Safety 1 gewesen. Ja, heute ist doch alles, schon Top 10. Also wenn Hip-Hop, aber wir gehen jetzt davon aus, dass Hip-Hop so ist wie heute, dass es alles reguliert. So, ich meine, wer jetzt Hip-Hop war heute, geht da fast jeder auf die 1. Ja, ich verstehe eh nicht das Prinzip jetzt. Es sind nur Streams und bla, und Streams dann auch gekauft und so. Also ich nehme das nicht mehr so ernst, so wie damals physische Tonträger, muss ich ehrlich sagen. Ja. Aber ja, das muss ja auch irgendwie neu berechnet werden. Aber es ist nicht so, nicht was wie, nichts Besonderes mehr. Beste Tag ist auf 6 eingestiegen, überleg dir das was mal schon gut war. Aber weißt du, wo wir waren? Zwischen Nena Comeback-Album, U2 Comeback-Album, irgendwie, also da, wo so richtig schon... Ja, ja, das sind die Big Player. Ey. Ja, ja, ja. Also es ist nicht gut angekommen. Aber kann man doch, ist so. Also ich glaube, es hat auf jeden Fall auch so sein manches Wort kann ich nur auf Englisch, also ein Impact, Eindruck hinterlassen hat. Aber was Wichtiges auch war, auch gerade dieses Deutsch-Ami-mäßige, also du kannst, heutzutage kannst du dir schon von so einem Ami-Feature schon was kaufen, aber damals war das einfach, es war nur so Prestige, also so das ist für dich selbst so. Aber es ist eigentlich Geldverschwendung gewesen, weil kein Deutscher hat sich jetzt wegen Mobb Deep mein Album gekauft. Und du musst es noch kaufen, da gab es kein Streaming, weißt du? Ja, oder halt Napster. Das Geld in die Hand nehmen, losziehen und wirklich kaufen. Ja, und also es war eher so ein bisschen Geldverschwendung, aber halt für dich, dein Traum ist halt natürlich, du kannst damit kaufen. Also würdest du nicht sagen, hätte ich vielleicht, sondern geil, alles geil so gewesen. Natürlich, also ich sag mal so, das Kanye...
Feature ist die beste. Lachen musst. Wenn du mal lachen musst, wenn du den Namen erwähnst. Nee, ist die beste Investition, die ich gemacht habe. Und das waren echt, waren nur 8.000 Dollar. Mhm. Und das hilft mir heute noch, wenn ich in Amiland bin oder so. Dann ist es was anderes, wenn du sagst, ja, ist aus Deutschland, eine Produzentin, ist eh schon okay so. Aber dann, wenn du sagst, sie hat in Kani gearbeitet, egal wie lang das jetzt her ist, ist immer, ja, ich sag immer, ist aber auch schon ein bisschen länger her. Ja. Nein, egal, oh, krass. Okay. Das ist halt der Gott für so viele Leute. Ja. Und wo kommen die, hast du die Ami-Connections seitdem einfach immer nur noch gepflegt? Ich meine, du warst ja mal eine Zeit lang raus. Ne? Damals? Ja. Ich hatte die Handynummer von Prodigy und so eine Dinge, aber ich bin kein Klinkenputzer. Hm. Ich dachte mir auch so, ja, wenn die ein Beat von mir wollen, dann melden sie sich bei mir, weil er hat ja auch meine Nummer. Aber so läuft das ja auch nicht. Und ich hätte es safe, weil die waren ganz lieb. Wir haben es sehr gut verstanden. Hätte ich ohne einfach was gemacht. Ja, hätte ich bestimmt was geschafft. Aber ich bin da sehr... Ja. Nee, irgendwie will ich, wenn jemand was von mir will, dann will ich nicht da anklopfen. Aber das ist dann, da hast du dir bestimmt, das bestimmt auch schon oft in deinem Leben gehört, dass du dir so auch schon viel verbaut hast wahrscheinlich, ne? Ja, vielleicht hätte ich nur oberflächlich gesehen auf jeden Fall. Ich meine, für dich und deinen Künstler da sein. Nicht verbaut, eigentlich hat immer alles schön geklappt, so. Deshalb würde ich jetzt nicht sagen. Aber ein paar Sachen sind wahrscheinlich nicht zustande gekommen. Mhm. Das aber verbaut würde ich jetzt. Das ist ein sehr. Ja, aber so, kennst du ja dieses manuelle Ding, dass man so Sturkopf nach dem Motto, ich will so, so. Mhm. Und ich finde das geil. Ich weiß nicht, ob das stur ist, sondern ich. Das ist so auch ein bisschen Romantik bei mir. So. Das ist nicht so also ehremäßig, sondern aber auch, Mann, ich möchte das gern. So, meine ganze Karriere ist alles sehr märchenhaft verlaufen. So. Also ich habe einfach Beats angefangen. Ohne zu wissen, was ich mache und auch mal, ey, ich hatte 20 Jahre Monopol darauf, muss man mal sagen. Also jetzt kommen ja erst die ganzen Mädchen. Aber nimm mal einen Namen. Lea oder so heißt die. Okay. Oder Lea? Ich glaube schon, von der habe ich ein paar Sachen schon gehört. Ja, das ist warte, noch bestimmt noch einen, der mir jetzt nicht einfällt. Es lief immer noch Monopol. Nur der Name ploppt halt nicht mehr so oft auf. Naja, aber wenn ich nichts mache, aber... Aber 2020. Wenn ich mal wieder, dann it's over. Ja. Aber wie siehst du denn, diese neue Beatdecke so? Das Geklimper und so, bist du da mit d'accord? Denkst du dir so, ich mag den neuen Sound schon. Mhm. Ich weiß auch, es ist so ein zweischneidiges, ja, so ambivalent. Mhm. Also ich mag den, ich höre den selber gerne, aber als so mein Künstlerseele, die weiß, das ist alles sehr ersetzbar auch. Einfach und zu machen auch relativ. Ja, und wenn es gibt nur wenige Beats, die jetzt so echt ganz rausstechen. Mhm. Und den hätte man auch, den kannst du auch ersetzen, so eintauschen. Alles austauschbar, genau so. Aber trotzdem höre ich den selber, aber ich selber mache das nicht so. Ich versuche immer noch, oder ich kann es gar nicht anders, ich mache immer noch meinen eigenen Sound. Aber du bist ja auch super breit aufgestellt. Du bist jetzt nicht so Hip-Hop, sondern machst ja... Ach so, aber ich habe früher schon immer gesagt, so egal was ich mache, das ist eh immer alles Hip-Hop. Mhm. Also auch wenn die jetzt nur 50 BPM schnell sind, die Sachen. Vom Gefühl, ich glaube, wie nennt man das denn, sowas? Neo-Soul oder Future? Was weiß ich. Aber trotzdem bin ich das ja noch und deshalb sind halt nur langsamere Sachen. Aber so, so Afro-Trap-Gedudel oder so, könntest du dir? Nee, kann ich auch gar nicht. Und ich finde das schon okay. Mhm. Manche Sachen höre ich auch, wenn ich auflege, auch deutschen Sachen machen auch Spaß. Du siehst ja, das zieht auch, ne? Ja, machen auch Spaß, muss man mal sagen. Endlich kann man mal zu deutschen Sachen auch tanzen, ist so. Ja. Aber ich selber, nee, eher nicht. Mhm. Ich habe da meinen eigenen Sound dann wieder gefunden. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt auch nicht so, des Todes vom Fach so, aber wenn ich jetzt so von Produzenten Handschrift rede so, da gibt's wenige. Aber auch nicht so wie früher. Pharrell, weiß man, sind die Claps, Timberland, das sind die Chords, Timberland sind die Drum-Pattern, dann sein Beatbox immer ein bisschen bla, Scott Storch. Irgendwie hört man das auch ein bisschen, weil es auch so Seele hat, weil er auch wirklich spielen kann, bla bla. Genau. Aber Travis zum Beispiel hört man ja auch raus irgendwie, aber vielleicht nur in Zusammenspiel mit seinen Adlibs oder sowas. Aber ich meine jetzt auch auf den deutschen Markt bezogen. So. Ach so, ja, aber da gab es schon immer nicht so viele, die einen eigenen Sound, die Eier hatten für einen eigenen Sound. Ja. Also die haben immer alle gerade das gemacht, was sie aus Amiland geil finden. Mhm.
Und ich fand es immer krass, weil ich das gar nicht kann, weil so technisch bin ich nicht. Okay, das nachzubauen. Also ja, kann ich gar nicht, aber das ist vielleicht mein Glück, dass ich nicht kann. Ja, aber so musst du was Eigenes machen. Ja, genau. Und da ich gar nicht weiß, was ich immer noch nicht weiß, was ich da mache, habe ich schon immer so meinen eigenen Sound gehabt. Ja, aber ansonsten war der Deutsch eigener Sound. Also mir fällt wirklich Bersesien ein. So, ach so, ja, ja, so, ja. Das ist halt so, also Hafti Beats sind Hafti ja, Beats. Ja, ja, das ist, ja, doch. So. Und ich bin auch echt sehr großer Fan von dem als Produzenten. Hast du denn manchmal so, hörst du viel andere Musik? Weil es gibt zum Beispiel Produzenten, kenne ich auch, die sind so auf ihrem eigenen Ding, dass die gar nicht so sich nicht ablenken lassen wollen von dem ganzen Markt. So. Bist du auch so ein scheuklappenmäßig unterwegs, oder? Nee, eigentlich bin ich voll inzestmäßig unterwegs und wenn ich irgendwas gut finde, dann höre ich das zu Tode. Ja. Aber ich hatte damals auch eine Kassette mit Try Again und da habe ich einfach eine 90er-Kassette, 45 Minuten und die andere Seite, nur Try Again. Ja. Ja. Ich bin da ganz komisch, ganz ekelhaft. Aber ich kann Sachen auch tot hören. Das ist ja, aber ja, und ey, habe ich letztens schon gesagt, Drake und The Weeknd habe ich einfach jetzt jahrelang gehört, einfach die gleichen Sachen. Wie das, wenn die beiden zusammen sind? Nee, einfach so Alben von The Weeknd. Einfach die ersten zwei Alben habe ich einfach todes durchgehört auch. Und auch die anderen Sachen. Da musste ich muss mich auch immer zwingen, neue Sachen zu hören, so irgendeine neue Spotify-Playlist. Voll, das kenne ich aber auch. Rap halt. Essentials oder sowas. Ja. Und dann so, ja, okay, jetzt endlich mal. Ja, man hat so seine Dinge und man will auch dann festhalten. Ne? Dieses Weekend-Ding habe ich auch. Ich finde das so nice. Dann höre ich andere Leute sagen so, Dicker, das ist für Geschmäcker halt. Ne? Das ist für mich gejammert, der jammert nur. Aber ich finde es so schön, wie der jammert. Ja, dann hat das aber alles Michael Jackson auch gejammert, weißt du? Ja, aber der hat noch schon, ja, der hat schon. Ja, aber trotzdem hat Dings Weekend auch mit seinem Starboy und so, hat auch mal ein bisschen. Ja, aber das finde ich nicht gut. Das fand ich erst später gut, weil ich auch Daft Punk Fan bin. Okay. Und den habe ich dann später dieses Zusammenspiel dann auch raus. Ich so, man, natürlich, der Vocoder und so. Es ist so Daft Punk, oh mein Gott. Hast du die Doku, hast du die Doku reingezogen? Die Daft Punk Doku? Wollte ich die? Habe ich die? Ich gucke so viel, dass ich immer wieder vergesse, was ich auch gesehen habe. Es kann sein, aber ich habe auch mit jemandem mal drüber gesprochen. Oder dieses, was auch auf Netflix ist, hat der Morty, an der Stelle Grüße übrigens an den Morty. Ne? Morty! Mortis. Hat der mir, glaube ich, empfohlen, aus ATL die Produzenten von Outkast, die dann auch, oder die unter anderem auch Outkast gemacht haben und ganz, ganz super viele Welthits gemacht haben, wo ich zum Beispiel nicht wusste, das Lied ist auch von denen. Outkast? Wie hieß die denn nochmal? Eine Gruppe, eine Produzentengruppe. Ja, das ist eine Gruppe. Das ist auf jeden Fall eine Gruppe. Genau, das sind so drei Stück oder so. Die sind dann, zeigen die halt, wie die in ihrem Keller sind und dann hörst, die haben zum Beispiel Waterfalls von TLC zum Beispiel, sowas. Okay. Und dann, wie die das eingespielt haben, naja, auf jeden Fall super krass. Wo du dich gerade in deine Jacke einmümmelst, Nike Partnership hast du oder was? Seit 15 Jahren wirst du gesponsert von Nike. Ich glaube schon, müsste so lang sein, ja. Aber gibt es da einen Vertrag? Oder einfach nur, die schicken einfach? Ja, und ich gehe manchmal hin. In Nike Store? Nee, in den Showroom. Kriege ich die Sachen, die noch nicht. Wo hat denn Nike ein Showroom? Ja, wird nicht verraten. Nein, in der Auguststraße oder so. Nee, ist eine andere Straße, aber vielleicht ist es ganz gut, wenn ich es nicht sage. Die Frage habe ich nicht, aber die kommt mir trotzdem jetzt in den Kopf geschossen. Kein Beat, den du gemacht hast, aber sag mir mal so. Ja, was denn? Sag mir mal einen, wo, egal wenn du hörst, immer Gänsehaut. Oh Gott, ich könnte, jetzt, aber ich werde dann. Dann sag drei. Schieß einfach raus. Ja. Oh mein Gott. Oldschool. Nee, wahrscheinlich was von The Weeknd. Mann. Aber findest du, bei dem sind die Beats so krank? Ja, das ist halt das, was es neu und geil gemacht hat. Erstmal die ersten Beats, das war alles so, was passiert hier gerade? Und wie er drauf ging und also drauf gegangen ist auf die Beats und bla, das war einfach zu krass. War krass, da habe ich gar keine Ohren für. Warte, Gänsehaut, scheiße. Ja. Ey Mann, wenn man mich so fragt, ich habe mal einmal, habe ich extra mir mal Sachen aufgeschrieben, wenn man mich fragt, was ist dein Lieblingsfilm? Ja. Weil sonst so, scheiße, dann ist so ein Blanko. Gladiator. Das ist dein Lieblingsfilm? Ja. Dein Ernst, oder was? Ja, klar, Mann. Du Kacke, ey. Es geht um Verrat, um Liebe, um Loyalität. Ey, aber voll nicht, ey. Gladiator, nee, Mann. Ach, Gladiator. Und 300. Guckst du alle Filme im Original, guckst du alle auf Englisch? Natürlich. Ja, dann sag doch nicht Gladiator, sondern Gladiator. Naja, aber den habe ich noch geguckt, als ich noch nicht Englisch geguckt habe. Von wann ist denn der?
Naja, der ist. Jetzt muss ich mal überlegen, seit wann du überhaupt Englisch kannst. 20 Jahre jetzt schon. Ja, so. Und da gab es noch nicht Netflix mit Untertitel und bla. Da. Aber das war schon, ich glaube, Gladiator war schon DVD-Zeitalter. Ey. Deshalb war ich mein Handy. Ja, ja DVD. Ja, okay, warte. Ja. Hm? Gucken mal, mach du mal weiter so lang. Ja, ich überlege mal ganz kurz. Nee, ich guck mal ganz kurz nach. Ich glaube sogar in den 90ern. Wie kann ich jetzt hier den Bogen spannen? Oh Gott. Ich spann einfach gar keinen Bogen. Mel, ja. Sexismus im Rap-Game. Oh Gott, wow. 2000. 2000, ja, okay, 19 Jahre, ja, stimmt. Sexismus im Rap-Game. Eigene Erfahrungen, Meinungen, sind manche Mädels, manche weiblichen Darsteller theoretisch selber schuld, weil die dieses Bild auch schüren? Ich meine, jetzt die ganzen, ich hole jetzt mal ein bisschen weiter aus, ne? die ganzen klassischen 50 Cent Videoclips mit Ärsche, hast du nicht gesehen und so, das sind alles Props, das sind alles Darsteller so. Aber Leute, die jetzt selber Mucke machen, oder was? Selber Rapper. Also Amiland oder Deutschland? Ja. Deutschland. Also, ach, da weiß ich nicht, ob da das so als Frau, die selber aktiv ist, ist noch ein bisschen was anderes. Irgendwie werden die anders wahrgenommen. Hm. Die dürfen sich auch ein bisschen mehr erlauben. Wie meinst du das? Ja, die dürfen schon sexy rüberkommen, ohne gleich hart abgestempelt zu werden und dann nicht respektiert zu werden. Ja. Aber ansonsten sind so wenige. Super, man kann Frauen, die aktiv sind, der Rest sind, ich will jetzt niemand zu nahe treten, nein, aber es sind meistens die Mädchen, die halt für einen Abend mit ins Backstage kommen oder die von der Bühne aus eingesammelt werden. Da, aber dann, die wollen das ja dasselbe, weißt du? Ja. Und also, aber was wollen wir da erwarten? Aber diese Mädels, die jetzt so, die einfachen, die leichten Mädels, das sind ja jetzt keine, von denen man irgendwas hört, oder? Da, wo irgendwas rauskommt. Nee, meine ich ja. Es gibt ja nur so wenige Aktivistinnen. Ja. Und die werden anders wahrgenommen, auch wenn die jetzt ein bisschen sexier rüberkommen, würde ich sagen. Aber ich meine, Shirin David zum Beispiel jetzt, ist ja, die legt es ja voll, also das ganze Marketing, ist darauf ausgelegt. Ich zähle die nicht zum Hip-Hop, sage ich dir ganz ehrlich. Okay. Ja, aber wenn man rappt, heißt ja. Ja, nee, also dieses aber so, so diese Hip-Hop-Idee auf jeden Fall nicht. Ja, aber das ist so was anderes so. Ich glaube, dass die gar nicht auch so eine Konkurrenz darstellt, weil sie es auch gar nicht so, weil sie auch gar kein krasser Head ist, so dass man die aber halt auch geil finden kann, ohne dass man jetzt Angst haben müsste, dass sie einen da irgendwie, ach, ich weiß nicht, irgendwie, ist voll schwierig. Also, aber was ich sagen kann, also ich habe damit überhaupt keine Probleme. Mhm. Aber du hast, ich weiß auch gar nicht, warum. Aber als Produzentin ist natürlich auch, da ist ja so, deine Fresse taucht nie irgendwo auf, großartig. So, du, ja doch, du mit Savasch-Zeiten, der hat mich immer in die Videos auf jeden Fall, mit reingenommen. Da stehst du immer immer so geil daneben. Ey, und es war mir auch immer unangenehm. Ja. Ich hab dann so, wenn ich nicht rappe, ich bin auch nicht so der Hype-Man. Ja, ja. Yeah, yeah, yeah. Und dann so, yeah. Aber ich habe die Idee gemacht, ich habe schon meine Berechtigung hier. Ja. Fand ich auch geil, ich habe mir so ein altes Viva-Interview auch gesehen. Oh Gott. Ey, wie ein Typ. Aber das Ding ist, du kannst daraus lernen, wenn du dich das erste Mal siehst. Ja. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt so krass da sitze, aber Valeska auch. Ja. Und ey, das sieht einfach so schlimm aus. Das ist so, ey, dann erst sagst du, okay, wow, ich muss, dann sitze ich lieber so wie jetzt. Und daraus lernt man. Und dann, wenn man selbst zu solchen Formaten kommt wie hier, sagt man vorher, ich will erstmal den Shot sehen, vielleicht ist es so besser, vielleicht ist es so besser. So. Aus diesen Dingern lernt man ja wahrscheinlich. Ja. Aber was sagst du zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel übelst feier Juju? Ja. Rakete, ne? Ich sag, Brettert das ist über die weibliche Savas. Weil die nimmt das die kann so rappen, ernst. Ne? Erstmal das und die erinnert mich an Savas früher, die Beats, die waren ja auch, sind alle voll eigen. Ja. Also ganz verrückt und auch die Themen und wie sie dann. Krutsch. Okay, kenn ich gar nicht. Und ich sag das weibliche Savas und ein ganz toller Mensch auch, eine gute Freundin. Shoutout an dieser Stelle. Shoutout auf jeden Fall. Kannst auch irgendwann mal vorbeisteppen, ne? Wenn er Bock habt, auch nochmal im Double Team oder so. Wen haben wir noch? Ja, gut, Loredana und so, das ist, ja, man will das auch nicht alles abdecken. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist ja dieses, ach, du bist Produzentin, Hip-Hop. Okay, cool. So dieses Belächeln ist, war am Anfang auch nicht so. Also weil du direkt, du bist ja direkt
Hier. Ja, also die, die mich kennen, eh nicht. Ja, ja. Das ist ja eh meistens so, klar. Ah, die hatten eh einen Lieblingssong, den ich produziert habe. Mhm. Aber auch komischerweise auch Leute, die mit Hip-Hop nichts zu tun Darf haben. Darf ich ganz kurz unterbrechen? Ganz ja. kurz. Wollen wir einen rauchen? Nein, weil ich habe nämlich auch einen Lieblingssong, den du produziert hast. Haus und Boot. Nein. Nein. Melodie. Nein. Zwei Versuche hast du Okay, noch. Oh Gott, aber du bist es ja. Oh. Ah, wahrscheinlich irgendwas. Nee, von M.L.R. auch nicht, weil da fand sie richtig scheiße wahrscheinlich. Das ist gar nicht meine Zeit. Warte. Soll ich dir das Ja sagen? Ja. 2001. Vielleicht hast du es gar nicht auf dem Schirm. Vielleicht hast du mit dem auch nur ein, zwei Sachen gemacht. Mit dem? Mhm. Okay, jetzt bin ich raus. Mit Lucky oder sowas? Weil du mich liebst. Ach, Julian. Das hast du gemacht, ne? Nein, alle denken das. Nein, das ist voll geil. Nein, ich weiß, ich habe den Remix gemacht. Boah, fast hätte ich dir Props gegeben, zum Glück. Ja, aber der Remix ist auch nicht schlecht. Aber komischerweise, auch im letzten Interview, ja. Ich so, nee, ja, weil das sorry. Da steht. Da steht nämlich, das geil. Lied, aber nicht mit Remix. Einfach mit fremden Federn. Ja, aber das ist Bay Benson oder sowas. Ey, Bay Benson, ne? Ich weiß nicht, wie er... Also, Dank dir auf jeden Fall. Ey, das ist der Übersong. Alles, Text... Boah, das ist, glaube ich, das schönste deutsche R&B-Lied, was es jemals immer noch. Auch noch geben wird. So, wie kannst du gar nicht? Was willst du da machen? Ja, das ist so schön. Ja, danke. Aber mit dem Rauchen war eine super Idee. Sollen wir kurz... Ja. Gehen wir kurz. Direkt so in der Position. Ach, voll nicht. Wieder an. Wir haben eben schön eine geraucht. Genau. Was ich noch mir notiert hatte, ist, wie sieht es bei dir aus mit Substanzen? Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Du weißt genau, was du meinst, was ich meine, deswegen lachst du. Aber warte mal, was ist denn das für eine Frage? Das ist ein bisschen sehr... Ja, ja. Lässt das viel Freiraum. Genau, und das kannst du nutzen, wie du möchtest. Wie sieht es denn bei dir aus mit Substanzen, Mel? Ja. Ja? Ja. Jegliche, sämtliche? Alles. Alles schon mal probiert? Naja, nee, Quatsch. Nicht alles. Mhm. Aber als Teenager schon. Warst du mal Hardcore-Kifferin? Oh, ich war die Schlimmste. Ja? Aber auch so mit Bong? Ja, oh hallo. Mein Gott. Mit von 13 bis, weiß jetzt nicht. Also 13? Da habe ich schon andere Sachen gemacht. ich habe vor 7, 8 Jahren, glaube ich, aufgehört. Und komplett zu kiffen? Komplett von einem Tag auf den anderen, ja. Wie? Ja, ist ein bisschen, eigentlich ist ein bisschen peinlich, die Story, aber ich kam von so einer Kaffeesatzleserin und die meinte, du kiffst ganz schön viel. Ich so, ja, solltest du aufhören? Ich so, nein. Also deswegen hast du aufgehört? Und die hat aber mit so vielen anderen Sachen recht gehabt, dass ich so, ja okay, dann bin ich rausgegangen, habe aufgehört zu kiffen. Ja, und es ist die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe, wirklich. Weil ich war so ein schlimmer Kiffer, also wirklich, ich habe morgens erst, also bei mir war das so Kette, das war, ich brauchte immer einen Joint in der Hand. Ich war dauerstoned, ich weiß gar nicht, wie ich das, wie funktionsfähig warst du. Ja, das, vor allen Dingen, ich finde Kiffen auch ganz... Also ich habe es natürlich in der Zwischenzeit, als Morty bei mir gewohnt hat, zum DVD gucken. Ja. Und ich so, ja, okay, komm, einmal kann ich mal. Und ein Zug hat mich schon so weggebrettert, dass ich so alles in Frage gestellt habe. Und auf einmal so, davor habe ich einen Film geguckt, war alles ganz normal. Ich so, oh, das ist ganz schön komisch. Es ist komisch, dass die Menschen überhaupt Filme drehen und dass so Leute andere Leute spielen und bla. Ich so, nein, aufhören. Ja. Ich finde die Gedanken, die da, nee, ist gar nichts mehr für mich, gar nichts. Aber das ist krank. Also, ja, man kann jetzt als Tipp an die Leute, die jetzt denken, okay, ich kiff ein bisschen zu viel, ich würde gerne aufhören. Denkt man das überhaupt als Kiffer? Mann, ich fand das, eigentlich muss ich aufhören. Früher wollte ich nicht aufhören, weil ich es uncool fand, nicht mehr zu kiffen. Ja. Weil dann hätte ich nicht mehr dazugehört. Also es ist auch so ein gewisser sozialer Druck, der dahinter steht. Wenn du mit Kiffern zusammen bist, dann ist das schon uncool. Ja. Aber heutzutage, kann mir gar keiner was erzählen, weil ich war da und ich weiß, ich war so hatte so ein Sieb im Kopf. Ich habe nichts, wie oft ich vorm Kühlschrank stand, weil ich nicht mehr wusste, warum ich aufgestanden bin und was ich machen wollte. Und das hat sich komplett gelegt und deshalb weiß ich, das kam vom Kiffen und das hat mir gar nicht gut getan. Also ich würde es jetzt nicht missen, weil das hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Wollte ich gerade sagen, du hast in der Zeit ja auch kranke Sachen gemacht. Naja, und das war so ein Ding, dass ich dachte, ich kann keine Musik mehr machen, weil das ging Hand in Hand. Also ich habe noch nie davor ein Beat ohne Kiffen gemacht. Hm. Ohne Kiffen, oh Gott. Ja, ja. Siehst du? Ohne Gras. Ja.
Und dann hat es kurz gedauert, bis ich wieder reinkam. So, weil du bist ja, du verlierst dich dann auch so natürlich. Dann habe ich halt gesoffen dazu. Ja, aber mit Alkohol kann man auch gut Beats machen. Schönen Gruß an Morty. Ja. Und ja, das war wirklich die beste Entscheidung, die ich getroffen habe. War das mit so Koks? Nee. Auch schon mal gemacht, ja. Okay. Was hab ich, da habe ich, hab ich zum Beispiel Schiss vor. Das ist noch nie gemacht. Ich habe immer jahrelang als Barkeeper gearbeitet und irgendwann kennt man ja seine Pappenheimer und weiß ganz genau, okay, ach, so, mach, so sind die Menschen, wenn die... Und dann hat man auch im entferntesten Freundeskreis Leute, die das halt oft machen. Und ich denke mir so, könnte vielleicht nice sein vom Feeling her, so dieses... aber... Also ich finde das sogar... Also wenn im Normalfall, glaube ich, kokst du mal ab und zu. Mhm. Und wenn du ein Kiffer bist, kiffst du jeden Tag. Deshalb finde ich es eher schlimmer zu kiffen und nie da zu sein richtig, nie nüchtern zu sein. Koksen ist so, du machst es dann einen Abend lang oder vielleicht auch nur ein paar Lines und dann ist es auch in ein, zwei Stunden gegessen, das Thema. Aber so Kifferkopf ist so gesehen, finde ich, ein bisschen verschallerter. Aber dann gibt es natürlich auch die Leute, die brauchen das für ihr... Weiß nicht, so wie auch Alkoholiker, die wirklich tagsüber schon irgendwie ein Level, einen Pegel haben müssen. Ja, das finde ich noch irgendwie, ich weiß auch nicht, warum ich als Unbeteiligter, aber ich finde das irgendwie, ich hatte auch eine, so eine Meinung von Kiffern, die war immer so von oben herab und so. Was ist, für mich riecht es zum Beispiel auch nicht lecker. Ne? Und ich finde in der Kiffen Wohnung, oder kurz? Ja, kiffen. Und ich finde es auch fies, in eine Wohnung reinzukommen, wo man merkt, okay, das, aber ich weiß auch... Doch, ich finde das sehr lecker. Ja, aber das ist bei allen Ex-Kiffern so oder allen, die schon mal gemacht haben, so, aber ey, das riecht so lecker. Savas zum Beispiel, der nie gekifft hat, auch mit 14 hat er anscheinend mal gekifft, aber das war auch nichts für ihn, der hat immer gesagt, dass er den Geruch schön gut findet. Ja, weil ich zum Beispiel, ich feiere ihn gar nicht. Ja, darum, da, von umgeben war wahrscheinlich. Aber zum Beispiel, kennst du Marvin Game? Ja, ne? Gestern noch. Nee, heute noch gelabert, vorgestern noch gesoffen. Ja. Geil, an der Stelle Grüße auf jeden Fall. Und der hat so meine, Mann, ich habe immer so, ich bin ja so ein Schubladenmensch, ne? Ohne riesen Hintergrundwissen, das ist meine Meinung, so und so wird das passen. Kiffer rein und Schublade zu und abschließen. Aber der Penner, der hat das so, der ist ja so ein Hollywood-Kiffer, ne? Der hat das auch die Scheiße studiert und dann ist der mal hier und da. Ja, und macht auch das gute Zeug und nicht mit Tabak. Ja, aber ohne Spaß, das ist, so. Ey, der hat meine Sicht darauf so, der ist... Klar hat der immer noch diese Kiffermerkmale, aber dem passiert kein Ausrutscher, dass ich mir so denke, ah, hab ich dich, deswegen ist Kiffen scheiße. Ja, aber der ist auch ein sehr schlauer Typ, so. Deshalb, das hat auch nochmal was damit zu tun, wie du wirklich auch ohne Kiffen drauf bist. Ja. Also, ja, aber ja, ich weiß nicht, was du da sagen soll. Ich finde das krass, ey. Also ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich kann zum Beispiel auch, ich habe betrunken noch nie einen Text geschrieben, sei es Ghostwriting, Battle Rap oder Comedy. Boah, also doch, Mucke machen auf... Ja, aber das ist ja was anderes. Also so Mucke machen... Stimmt, aber dann kann ich... Ich habe auch manche Textblätter so... Man wollte, aber ja. Dann geht's am nächsten Morgen bist du wach und denkst dir so, boah, gestern habe ich doch einen Hammer-Song. Ja. Ja, okay, gut. So. Was ist bei dir mit Family? Familie, wie sieht's aus? Was ist? Zukunftspläne, willst du was aufbauen, hast du keinen Bock, bist du gerne Single, bist du überhaupt Single? Ja, warte mal. Ja. Also jetzt nicht die angeborene Familie, meinst du? Ja, ich stell's mir nicht einfach vor. Ey. Also ist natürlich geil. Als super sexy, erfolgreiche Frau in diesem Game, meinst mit, du? Ohne, die nicht so, sie ist nicht so needy ist nach dem Motto, ich, so hilf mir und wie kann ich das machen? Meine Flasche geht nicht auf. Und so, also ich kann mir, da, du, wenn du einen Partner hättest oder wenn sich da jemand irgendwie für qualifizieren könnte, dann müsste der ja wirklich, der muss ja irgendwas darstellen. Damit meine ich jetzt nicht so, der muss im Rampenlicht stehen oder so, aber der muss... Nee, das muss schon jemand sein, der krasser ist als ich. Das stimmt schon. Ich bin schon sehr selbstbewusst. Und aber wenn ich in einer Beziehung bin, bin ich auch schon so wifey. So, ich koche voll gerne und dann auch, dann nerv ich auch so. Willst du nicht wirklich noch was? Mhm. Willst du noch was essen? Nein, ich habe doch gesagt, ich habe keinen Hunger. Also, ein bisschen. Und ich mache schon gerne auch so Frauensachen, aber das sieht man ja vorher nicht. Weil wenn du mich draußen siehst, so... Warum? Würde ich, als du gerade meintest, ich dachte gerade so, was für ein Wort kommt jetzt? Wifey, willst du mich verarschen?
Was ist das denn? Ja, krass, das kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Ja doch, ich bin schon so ein sehr häuslicher Typ und meine Freunde kriegen das auch oft ab, dann, dass ja. ich dann gerne koche und bla bla bla. Aber so, ja, da muss schon jemand kommen, der Aber datest ein richtiger du? Mann, Mann. Datest du? Nee, auch nicht wirklich. Das ist einfach so dieses, okay, du kommst ja auch unfassbar viel rum, ne? Das heißt, du brauchst ja, jetzt... Ja, aber ich bin, das ist ganz schwierig, so, weil dieses Spielchen auch... Ach, das ist wie Mathematik, so ja, der eine schreibt das und dann, ja, ich weiß, ja. wenn ich das schreibe, dann kommt es dazu und das ist mir alles zu unnatürlich, weil ich hatte zwei Freunde. Hm. Egal, du einfach gerade drei gezeigt hast. Ich hatte zwei Freunde, Savas und Stefan, also 10 Jahre und 5 Jahre, und da ist das alles ganz natürlich passiert und da hat man sich gesehen, da war was, da hat man gar nicht mehr drüber so nachgedacht. Und das, ja, das war ganz verrückt und das kann ich, das kann nur so passieren. Mhm. Das, ich will das nicht anders irgendwie. Und Tinder oder sowas kommt eh nicht. Ja, das ist wirklich das, in Frage. Glaub, also, niemals. Glaube ich, eine ganz fiese Kiste. Was mit Kinderwunsch? Hast du Kinderwunsch? Nee, ich habe früher, als ich so Teenager war, habe ich immer gesagt, so, nee, ich will keine Kinder. Mhm. Dann irgendwann dachte ich so, naja, muss dazugehören. Und auch so ganz aus egoistischen Gründen so, wer kümmert sich denn später dann um mich? Ja, ja. Und ganz ekelhaft, so anstatt Pflegeheim dann wenigstens ein Kind. Aber nee, eigentlich nicht, weil ich selber noch voll das Kind bin. Ja. Und nee, ich sehe es nicht. Ich seh's aber hast nicht. Du viele Leute, die dann so sagen, ey Mel, du bist jetzt schon 33, langsam wird es doch mal Zeit. Nein, gibt's nicht. Das sind ja sozialen Normen, aber das, wahrscheinlich hast du so ein geiles Umfeld auch an Leuten, ja, die irgendwie... sind alles so Freidenker. Ja. Mäßig. Nice. Und mal, also, da haben schon ein paar Leute Kinder in meinem engen Freundeskreis, aber... Aber wenn du das siehst, denkst du dir das nicht so... Nee, so gar nicht, sorry. Und es muss auch so Leute geben wie mich, weil sonst wäre Überbevölkerung, ja? Voll, voll. Also bei mir, also ich habe irgendwie immer das drin gehabt, ich dachte immer, ja, also nicht jetzt so, also klar, dieser Fortpflanzungstrieb, aber einfach dieses, ich will einfach... Also eine Sache, die mich aber ein bisschen, die ich immer haben wollte, ist, dass du mein Wissen weitergeben kann, weil ich denke, dass ich voll cool bin und die Welt voll gut verstanden habe. Das wollte ich, dieses Bedürfnis habe ich ein bisschen, aber das kann ich auch meiner Nichte, geht auch nicht, weil ich Einzelkind bin, aber ich bin ja Patentante. So oder kannst du mir das auch erzählen? Gerne. Hast du denn, gibt es denn irgendwas, wo du denkst, ey, viele Leute glauben das und das, aber ich glaube das und das. Und jetzt erkläre ich dir genau, warum. So ist das so im Sinne von, eigentlich funktioniert die Welt so und so oder eigentlich sind Menschen so und so? Ja, schon. Das ist jetzt voll das tiefe Thema, was man nicht so, kann man nur ankratzen und dann kommt es auch komisch rüber. Ich habe einmal, ich weiß auch nicht, es war so ein Kind irgendwie, wir waren Pizza essen oder sowas, aber schon ganz lange her und dann irgendwie kam ich ins Gespräch mit diesem Kind und dann habe ich ihn auch in so 2 Minuten so, ja, bla, bla, und wollte ihm noch so alles mit auf den Weg geben. Und dann, so, ich weiß nicht mal, mit wem ich war, so, ja, Melanie, brauchst du jetzt nicht versuchen, die ganze Welt zu erklären in 2 Minuten. Wie alt war der Junge? Das war ein Mädchen, glaube ich, weiß nicht, so 7 oder 8, also 6, 7, 8. Und da bin ich auch ganz schlecht. Ich denke immer, die sind noch im Kindergarten, sind aber schon in der 3. Klasse. Ja, aber die müssen ich bin auch schon. Richtig die dumm. Müssen doch verstehen. Entweder rede ich mit Kindern viel zu erwachsen, weil ich nicht sehe, wie alt die sind, oder viel zu kindermäßig, obwohl die schon weiter sind. Also ich bin da nicht gut. Aber ich mag schon Kinder, aber nicht alle. Aber drop my knowledge. Sag mir mal... Nein, ich will aber gerne was beigebracht, weil ich bin auch so jemand, ich denke mir jetzt... Nein, das ist so alles, also dass die... Alles, was man denkt, was so Karma? Ist... Ja, klar. Aber das wie so, klar? Warum klar? Eine Sache hatte ich, also das war der ausschlaggebende Punkt. Das war auch in den 90ern oder so, da war Karneval der Kulturen und dann sind wir irgendwie auf Toilette gegangen und dann war irgendwie... So sind wir auf Toilette gegangen, also Mädchen? Mädchen natürlich. Ja. Und dann war so die Tür für die Mitarbeiter und da waren so Nike Airs, die ich schon immer geil fand, auch in meiner Größe. Dann habe ich die geklaut und dann hatte ich aber später schon... Dann hatte ich schon so ein schlechtes Gewissen, schon ziemlich schnell. Was ist das für eine Story für Karma? Ja, warte, ich sag dir. Dann habe ich die geklaut. Und dann sind wir abends losgegangen Richtung Club und dann sind meine Freundinnen schon vorgelaufen und ich hatte die Schuhe an und dann meinte ich so, wartet auf mich. Dann bin ich gelaufen und dann habe ich mich so schlimm, bin ich umgeknickt und hatte wirklich 3, 4 Tage konnte ich nicht mehr laufen, hatte so einen Fuß und da wusste ich so, du Hure. Wie, da wusste ich? Ja, dass Karma ist, aber direkt... Wie oft, du bist eine Frau, die fallen beim Laufen ständig aufs ja, Maul. Ja, aber doch nicht mit Nike Air.
Außerdem, ich falle nicht ständig auf die Fresse. Als ob du nicht überall irgendwo gegenläufst und dich irgendwie stößt oder stolperst oder so. Außer mit High Heels und zu viel Alkohol. Ja. Kann schon mal passieren. Das kann doch jetzt nicht der Punkt für Karma sein. Ey. Sorry, du hast mich gefragt, kannst du mir mal meine Geschichte lassen? Ja, ich glaube. Nee, und weil das so ganz offensichtlich war, eigentlich Karma kommt ja so, wenn du dran glaubst, kommt ja so zurück, dass du das gar nicht mehr zuordnen kannst. Aber das war direkt zuordnbar. Ja, also du glaubst nicht an Karma oder nein, was? Nein, safe nein. Ja, dann ist auch deine Meinung. Ja, ja, ist ja auch. Naja, warum fragst du da so einen Scheiß? Ja, ich will gerne deine Meinung wissen. Ich habe gehofft, dass du sagst, Karma gibt's natürlich nicht. Nein, aber es ist so. Nee, ich glaube, vielleicht bist du das auch, der, wenn du auf einmal, wenn du ein netter Mensch bist, dass du dann das wenigstens als Strafe nimmst, wenn du irgendwas Schlechtes gemacht hast, auch wenn das nicht daher rührt, so, dass du das musst vielleicht... Fang den Satz nochmal neu an, das war jetzt... Also Karma kann aber auch sein, dass es Karma gar nicht gibt, aber wenn du wenigstens ein netter Mensch bist, dass du wenigstens etwas, was dann so sich als Strafe anfühlt, vielleicht darauf zurückführst und dann das dadurch besser machst oder so. So, also du kannst es ja nehmen, ja, wie du willst, aber Karma heißt doch eigentlich das besser machen. Wenn du Karma sagst oder schon irgendwie das in deinem Wortschatz hast, dann bedeutet es auch, dass du so, schon wieder ein englisches Wort, das will ich nicht sagen, so, das schon so wahrnimmst, dass dir gar keine andere Möglichkeit bleibt, als versuchen, es besser zu machen. Ja, aber das ist doch... immer dieses Aufwägen, ja, wenn man hier was Gutes macht, dann... Nee, gar nicht. Ich habe nicht, das da gar nicht, so gar nicht. Ich mag das überhaupt nicht, wenn man, das, wenn ich jetzt irgendeinem Obdachlosen Geld gebe, dass ich denke, ja, dann kommt irgendwas. Aber schon was Schlechtes, das ordne ich schon dazu. Aber was Gutes, gar nicht. Also so ein bisschen natürlich ganz weit entfernt. Aber eigentlich, nee, ich finde das, was Gutes zu machen und was Gutes zu erwarten, finde ich nicht geil. Aber was Schlechtes gemacht zu haben und das wenigstens schlechtes Gewissen zu haben, das finde ich gut. Ja, aber das sollte eigentlich bei jedem Mensch einfach so gegeben sein. Natürlich, nee, sollte. Ja, vielleicht dann deswegen braucht es halt dieses Wort damit, oder diesen Glauben, weil das ist nicht jedem gegeben. Ja, nee, deswegen sage ich ja sollte. Also ich meine, genauso sollte ja jeder Mensch wissen. Hätte Fahrradkette. Genau sollte jeder Mensch wissen, du sollst nicht töten. Ach nee, du sollst nicht klauen. Jetzt weiß ich ja, da muss da keiner eine Steintafel im Berg unterlaufen. Ja, anscheinend schon. Ja. Ja, aber das ist, also da würde ich gerne mit dir eine tiefere Konvo führen, aber das führt zu weit. Ja, okay, wenn das zu weit führt, dann kappen wir das hier. Ey, du hast noch du hast mit Cassandra Steen zusammengearbeitet. Ja, ist aber lange her. Also auf mein Album. Aber ich, das ist nochmal, also J-Love, weil du mich liebst. Nicht und Cassandra Steen ist auch, als ich 18, 19 war, was die da gemacht hat, denke ich mir so. Da würde ich aber gerne, ich würde gerne mal wissen, weil die ist ja wirklich, die ist ja wirklich eine massive Frau. Das ist ein ganz, ganz fragiler Typ. Das ist das ganz Interessante. Verrückt, das ist so krass. Die wirkt einfach die so zerbrechlich und ist einfach... Ist auch so. Also das äußere Erscheinungsbild, das geht ja nicht immer konform. Einher. Einher. Mit, aber mit das dem, was wirklich ist. Also wirklich sehr fragil. Ja. Aber bei ihr ist auch, also wenn du nur das Gesicht siehst und den Gesichtsausdruck und die Körperhaltung, weißt du das sofort. Und alle sind aber auch eben, man sieht das in den Videos nicht, dass sie wirklich so groß ist. Ja. Und das ist auch eine Frage, die sie einfach so hart genervt hat. Mhm. Du bist ja viel größer, als ich dachte. Ja, ja. Und das ist halt so für sie, das fand sie gar nicht. Als Frau will man auch nicht, Nee, ich will auch nicht so, du bist ja viel massiver, als ich gedacht habe. Ja. Ach Mann, aber die ist wahrscheinlich super nice, oder? Super lieb, oder? Wir hatten mal eine gute Zeit, auf jeden Fall. Okay, gut. Und dann ist irgendwas passiert, worauf wir jetzt nicht eingehen. Boah, heute bin ich in Übergängen echt stark, ey. Sehr gut. Und diese Scheiße hier. Das ist eine blöde... Ja, das ist wirklich die Couch. Mann. Du warst ja auch in... was ja auch viele nicht wissen. Also klar, habt ihr schon gehört, Pipapo, Savasch, bababam. Aber Urteil... ist dein Baby, ist dein Beat. Ja. Wie? erklären, also... so. Klar, also ich stelle mir das vor, da kommt jemand an und sagt, hör mal zu, wir müssen jetzt hier so und so machen, was hast du? Oder gibt es irgendwie Vorgaben? Hast du gehört, worum es ging und dachtest dir so, ich mache so? Ja, also da gab es ja diesen einen Diss-Track von jemandem und wir haben uns sehr lange Zeit gelassen, oder Savasch besser gesagt, wollte nicht sofort darauf antworten,
als auch so schon so nicht so viel Notwendigkeiten, wenn du da gibst dem anderen viel mehr voll Aufmerksamkeit. Und dann noch so als ein bisschen Angst machen, weißt du? Also so, okay, dann Mann, so die Ruhe vom Sturm. Ja, irgendwas ist hier. Und ich glaube, wir haben uns 2 Monate Zeit gelassen oder sowas. Es war wirklich sehr lang. So. Nach Abrechnung? 2 Monate nach Abrechnung kam Urteil? Ich glaube schon. Doch, doch, doch. Es war sehr lang. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, können wir gerne mal abchecken. Oh, dafür habe ich ja mein Handy. Ja, das ist krass. Und ja, dann hieß es ja, Beat machen. Da hatte ich eine Skizze. Ah, nee, nicht ganz. Ist okay, verworfen. Dann habe ich neu angefangen. Also doch, da ist ganz geil schon so. Mhm. Und dann weiß ich noch, dass Savasch mich angerufen hat. Also ey, ich habe gerade wieder das und das gehört. Und dann ich so, oh, ich so, okay, warte, ich bin eh gerade, sitze eh gerade dran. Und dann habe ich die ganzen Becken und alles eingespielt. Ja. So, das, also es ist einer der wenigen Beats, die ich wirklich so auch aus Emotionen raushalte. Da hörst du wirklich, das sind echte Emotionen. So Das passt einfach alles, ne? Ja, und ja, und dann hatte Sava schon noch die Idee mit den Chören. Und ja, und dann ist der so geworden, mehr geworden. Aber dann, das heißt, du hast ja den Beat fertig und der ist noch nicht berappt. Und dann hörst du den selber an und denkst dir so, wenn er da jetzt noch drüber fegt, ey. Das kann ich dir nicht sagen, wie das war. Aber ich glaube, ja, ich fand den schon auch okay, den Beat bestimmt. Aber ich hab den einfach sogar meinen Beat zerlegt. Ja, so gesehen hätte ich, wenn wir... Das war sehr unprofessionell. Auch die Kameraleute trinken hier. Ja, übrigens, ja, und rülpsen hier rum. ja, ja, und also ich muss sagen, aber ohne Savage ist der Beat jetzt auch nicht so krass. Ich würde auch sagen, das ist nicht so ein, das ist, aber das Krasse aber ist, das, also der, man denkt sich so, Dicker, was ist das für ein Beat? Aber das ist dieses Gesamtding ist einfach so. Es ist schon doch die Auf, der Aufbau. Da passiert schon was. Also ich könnte jetzt auch nichts. Also ich, natürlich habe ich den 1000-mal gehört, weil es immer noch der beste Diss-Track aller Zeiten ist. So. Und eine Blaupause auch ist. Ne? Und darauf wollte ich eigentlich noch, auch noch hinaus. Dass, wie bist du eigentlich drauf? Denkst du dir dann so, die Nasen, Alter. Guck mal, habe ich einmal was gemacht, machen die das so nach. Reg dich auf, wenn Leute kopieren oder bist du so... Ich bin eh anti-kopieren. So, das war, also früher war das ganz schlimm. Das war für mich Blasphemie, wenn du Dre, wenn Timbaland gebeitet hast oder Pharrell in der Zeit, als Claps in waren. Aber was mich gestört hat, war, da gab es so jemanden, der es wirklich 1:1 nachgemacht hat, auch diese, den Aufbau, ohne Pause, da noch Chöre und so. Und ich so, bevor ich gehatet habe, ach, ist egal. Wer war's? Sag einfach wer. Ja, es gibt ja nur ein paar Leute. Ja, aber bevor ich gehatet habe, habe ich geguckt, ich so, hat der wenigstens gesagt, so, als eine Hommage auch an den besten deutschen Diss-Track. Mann, dieser K1. Okay. Ich war wirklich, ich google mal, bevor ich den jetzt noch mehr hasse. Das ist der Tag des jüngsten Gerichts. Weiß ich auch nicht. Ich ja, dieser Bushido, Antwort. Ja, und ich so, hä? Das war so, das war voll lächerlich. So, okay, da muss das ja gesagt haben, dass er, okay. Das ist so offensichtlich. Ja, und dann habe ich aber nichts gefunden. Ich so, okay, wow, offiziell, wow. Aber, also Blaupause des Grauens für was danach, also so viele Leute haben sich ja dann daran orientiert. Halt auch dieses ohne Hook und all das sehen, aber die haben es ja wirklich auch auf die Spitze getrieben, da auf einmal 800 Minuten, ja, also 5 Minuten war schon, aber da, das war wirklich interessant, weil es war wirklich, der Aufbau da gab es noch nicht so viel Story, so, da hat alles reingepasst in 5 Minuten, musste auch viel erzählt werden. Weil es gibt keine Trocken, keine und es Trocken. Es gab auch noch kein Internet, was so doll jetzt gestreut hätte, dass man schon Infos gehabt hätte. Also Savas musste diese 5 Minuten bedienen. Okay, stimmt. Und jetzt aber, also hallo, was war das, 30 Minuten? Ich weiß. Oder 17? Also, oh mein Gott! Ja, ja, also es gibt auf jeden Fall Singer. Also ich, oh nee, sorry, Bushido aber zwei ganz lange dass du das loswerden willst, die eine Sache, aber als Fan, naja. Ja, ja. Nee. Aber du hast nicht meine Frage beantwortet, ob du jemand bist, der sich denkt, also klar, kopieren geht nicht, aber das, bist du jemand, der sich denkt, was soll das jetzt? Ey, Mann, regst du dich darüber auf zu Hause oder bist du so, würde ich machen, sollen die Leute merken das sowieso? Ja, eigentlich bei dem dachte ich auch mal, das ist so offensichtlich und jeder hat das auch eigentlich danach auch, habe ich es in den Kommentaren gelesen, so ja, es ist schon sehr urteilig. aber dann hat es halt aufgehört, weil auch gerade jetzt die ganz
Oha, oha. Mhm. Siehst du, ich immer mit mein peripherer Blickwinkel. Klasse. Ist ziemlich weit. Ja. Und jetzt aber die neue Generation, die war. Also eigentlich kommst du an dem Song nicht so vorbei, wenn du echter Hip-Hop-Head bist. Klar, aber es gibt schon Leute, die das vielleicht dann nicht wissen und dann ärgert es mich. Aber eigentlich ist es der schon so alt und eigentlich schon eine, ein Kompliment, dass das halt, als, so wie bei, was ich vorhin gesagt habe, Mobb Deep, ein Hip-Hop-Song muss sich einfach so an ein Sample, Hi-Hat kommt rein und Dings. Und zwar nicht gebeitet, sondern das ist, wie es jetzt ist. So, das ist auch ein eigenes Ding. Das ist so die... das Lehrbuch so. Ja, genau. Und das ist eigentlich okay. Aber man soll schon wissen, woher. Ja. Aber das kann man nicht, kann man ja nicht verhindern. Würdest du dann, aber du würdest wahrscheinlich nicht sagen, dass das jetzt so der Beat ist, auf den du am stolzesten bist, oder? Am stolzesten, naja, das ganze Ding zusammen, so was das bewirkt hat und auch die Emotionen und so, das ist schon ein sehr wichtiger Song in meiner Historie. Ja, das sowieso, aber ich meine jetzt so, okay, das ist. Das ist so mein Beat, das ist mein Baby. Welchen? Ja. Ich finde Keep It Gangster immer so gut, das werde ich auch oft gefragt und es halt auch dann immer die gleiche Antwort. Mhm. Keep It Gangster, wäre ich da echt sample-mäßig. Krass. Habe ich echt einen rausgeholt. und na ja, viele, ich habe mir letztens. Weil irgendwie auf Instagram irgendwie beste Tag wurde 17 Jahre alt und da habe ich. Dachte ich so, ja, ich meine, 17 ist so eine ungerade Zahl, aber wäre das, na, zeige ich mal den Leuten, mal habe ich alle die Songs gepostet. Mhm. Und ich muss sagen, so ganz viele Sachen. Gib auf, finde ich auch sehr gut. Eigentlich alle. Meine Hast du Songs. Auch bei Dings muss, weil den haben wir damals tot gehört, fällt mir jetzt gerade ein. Renexekution. Ja, das ist ja Keep It Gangster. Der Beat ist Keep It Gangster, ja. Den habe ich auch nicht Also Sie haben einfach den René das nochmal da drauf gemacht? Ja. Ach so. Deshalb, also den Beat habe ich nicht so gegen René gemacht. Das hat mir auch ein bisschen leid getan, wenn ihr auch echt ohne Spaß, begraben die haben den wirklich, die haben den wirklich und begraben. Und ich mag den auch. Wir haben uns letztens Palästina seit 10, 15 Jahren das erste Mal wieder getroffen. Hm? Und ist ein super Typ. Und ja, der ist der liebste Mensch, glaube ich auch. Ne? Ja, ist super. Wir haben uns sehr gut verstanden. Ja, der wurde einfach so... Und wir haben ja früher auch ein bisschen was miteinander zu tun gehabt. Deshalb ja, hat mir dann auch, es hat mir damals schon ein bisschen leid getan. Und ich war auch froh, dass ich den Beat nicht ganz dafür gemacht habe, sondern dass er genommen wurde. Ja, ja. Aber jetzt habe ich wirklich einen guten Übergang. Weil MC René ist ja auch, kann ja auch super freestylen und so hat Battles mal gemacht. Hast du eigentlich schon mal irgendwas von Was? Hast du eigentlich irgendwas schon mal von meinen Sachen gesehen? Oder generell schon mal Battle Rap geschaut? In den letzten Jahren? Rap am Mittwoch irgendwas? Ich weiß nicht, warum ich dich auch öfter mal im Netz Rapper Mittwoch gesehen habe. Ich bin drüber gestolpert und habe dich, dann habe ich glaube ich deinen Namen gelesen. Ich so, ich glaube, weil wir abgehangen haben und du hast mir erzählt, was du machst und ich gar nicht wusste, was du machst. Und das erste noch mit Morty zusammen gewohnt hast? In der, genau, ja. Genau. Und dann habe ich... Wie lange ist das eigentlich jetzt her? Boah, der ist jetzt 3, 4 Jahre oder so. Oder so. Das ist schon länger her. Wir treffen uns nicht so oft, aber wenn dann richtig. Ja. Also da, genau, da hast du das, da war, genau, das muss ich auch nochmal erzählen, da meint der Morty ja so, der ist ja der Morty, Alter, und der Name ist so oft gefallen heute, ne? Ja, sag nochmal, das ist der eigentlich Morty. Sein Interview heute. Der Mortis, zieh das auf jeden Fall mal den, der hat ein paar nice Sachen auch, gib mal Mortis bei Dingsbums ein, bei YouTube, ein paar nice Songs, ich hoffe auch, da kommt bald nochmal was. Ja, klar. Ich weiß noch, der meinte dann halt, der hat mich halt angequatscht bei Rapper Mittwoch und meinte so, ich finde ganz lustig, was du machst, ganz cool, was du machst. Ach so. Lass doch mal, lass mal treffen und viben. Und ich so, ja klar. Und dann habe ich erstmal andere gefragt, was denn viben heißt. Nein, du Peinlicher. Ich wusste, woher? Ich bin ein Streber aus Düsseldorf. Viben, zusammen viben. Das kommt von Viber oder was? Nein, aber so, was heißt das? Was heißt das jetzt, viben? So, ja, meinst dann ja, zusammen Musik. Cyphern aber kennst du. Aber Cyphern kennt er. Ja, das ist Battle Rap. Ja, aber... Aber Viben ist so... Das ist die schöne Form von Cyphern. Ja, aber das ist krass. Also ich wusste halt nicht. Ne? Ja, so einfach ein bisschen zusammen treffen, was trinken, ein bisschen Mucke hören, ein bisschen so quatschen. Okay, cool. Und dann, ich wohne da und da. Und dann komme ich da einfach rein und das ist einfach so... Ich denke mir so, okay, ich weiß, wer hier wohnt. Das ist seine Mitbewohnerin. Ach du Liebe. Warte, er ist mein Mitbewohner gewesen. Aber ja, okay, gut. Mhm. Aber dann bist du einfach so in Melbeats Bude und denkst dir so, okay, weißt du was, die hat Sachen gemacht, die du schon
so krass tot gehört hast. Mhm. Ja, und dann, klar, fragst du dann irgendwann, was machst du eigentlich? Da habe ich dann irgendwas von Battle Rap. Da habe ich, glaube ich, 2 Jahre Battle Rap gemacht oder so. Achso, okay. Ja, weil, es war auch so, dass, ja, irgendwas war da. Jedenfalls habe ich so irgendwann mal deinen Namen, bin ich drüber geschaut. Ich so, ach, mal gucken, was der überhaupt macht. Mhm. So, wir haben uns voll gut verstanden, haben Münchner Freiheit gehört. Ja. Und hat sich damals schon, hatten wir schon Münchner Freiheit. Und dann habe ich ein paar Sachen gehört. Ich so, ah, okay, nicht schlecht. Okay, das macht er. Also, es war ganz verrückt, so jemand danach noch dann zu kennenzulernen über das Internet. Das ist, glaube ich, immer komisch, weil das passiert auch häufig, wenn du so, keine Ahnung, in der Gastro mit Gästen oder so irgendwelche Leute kennenlernst und dann so, was machst du eigentlich, das und das? Und dann, wo kann man das denn sehen? Manchmal so, sag ich so, eigentlich nicht. Mal guck dann, vielleicht guckst du einfach nicht. Ja, so. Guck lieber nicht. Aber bist du überhaupt affin? Hast du dir generell auch nochmal, hast du das legendäre Last Battle zum Beispiel gesehen? Ich habe für Drop Dynamic habe ich ja den Gewinnersong von Reputation hieß das. Okay. Da kam er raus. Ja. Und die erste Staffel oder was weiß ich. Da habe ich den Gewinnersong, den Gewinnerbeat gemacht. Und dann habe ich mir das natürlich, auch weil jeder drüber geredet hat. Und ich fand es eigentlich, ich fand Lars nicht, ich mag den, super Typ. Ich fand es nicht so krass. Also ich kenne noch diese Battle-Rap-Sachen, noch als ich mit Savas zusammen war. Die Ami-Sachen, diesen... Ja, okay, wie heißt der? Solomon? So Iron Solomon. Ja, irgendwie, der war ja der krasseste. Ja, ne? Eine Zeit lang auf jeden Fall. Ja, und da war auch wirklich so... So, und okay, das fand Amis, ich halt nicht Faktor, weil es bei Rap am Mittwoch so... Deutsche Verhältnisse, das ist eher so Poetry-Slam in ein bisschen Hurensohn-mäßiger... Und nee, ich finde, die Deutschen, die schaffen es nicht, leider. Ja, das ist auch aber unmöglich. Ich bin eh kein Fan davon, deshalb möchte ich jetzt... Von diesem gegenseitigen... Ja, das ist mir zu anstrengend. Da musst du schon echt, musst du selber Rapper sein, aber als Beatproduzent, nee. Ist nicht okay. Welche Leute pumpst du? Welche Rapper feierst du? Ja, die neuen leider. Ja. Hau mal 3 neue Namen raus, die du nice findest. Ich mag Uzi Vert auf jeden Fall. Deutschland bitte. Ach so. Und da wird schon. Aber ich höre die ja nicht privat. Aber ich muss sagen, Rin, ein paar Songs habe ich mir auch selber schon mal im Auto angehört. Mhm. Das blickst du auch komplett, checkst du komplett, was der meint. Aber ich, bei mir zum Beispiel manchmal, Ohrwürmer, okay, aber ich denke mir so, dieses Gesamtprodukt, das blicke ich nicht ganz. Doch, eigentlich schon. Ich denke schon, aber ich weiß nicht, vielleicht. Ansichtssache. Rin? Nee, aber noch? Vielleicht peile ich es ja nicht, aber ich denke ja, dass ich den schon irgendwie auf dem Schirm habe. Dann wird es echt dünn, ne? Was so mit die ganzen Street-Leute? Enno, Mero, Ferro, Luciano? Nein, aber die lege ich halt auf. Und da musst du, wenn du mich so fragst, die lege ich gerne auf. Ja. Und die höre ich mir, wenn ich die auflege, finde ich auch so, mach ich mit. Die machen Stimmung, ne? Ja, die machen Stimmung. Die machen auch Welle. Richtig. Ja, aber jetzt so privat, ne. Ey, wir waren ja zusammen, wir waren zusammen da, wir haben uns da getroffen bei der OG Kimo Listening Session. Ja. Wie fandst du? Der gehört noch dazu. Frage. Den habe ich jetzt auch nicht, noch nie privat gehört, aber ich habe es letztens das Video hier Vorwort und so, das ist auch so ein, der gehört jetzt auch zu den Wichtigen auf jeden Fall. Ja, würde ich sagen. Hallo. Ja. Wie fandst du die Listening Session? Gut. Mhm. Krass, vegane Burger war unglaublich, weil ich habe so geil. Nee, warte, mit meinem Kumpel. Wir haben das beste Album Hip-Hop des Jahres gehört. Wie fandst du es? Nein, wir waren beim Burgeramt, aber ich muss ganz kurz sagen, beim Burgeramt und dann hat Irre, mein Sänger jetzt, von dem wir vorhin geredet haben, mein Sänger, da war ich so enttäuscht, er hat sich einen echten Cheeseburger geholt. Ich so, ey, wir haben doch drüber geredet. Er meinte so, ja, du hast auch was in mir ausgelöst und so. Und auf einmal ist schon wieder nach ein paar Wochen wieder weg. Ich so... War ein bisschen sauer, egal. Ich habe mir einen Veganen natürlich geholt. Und dann standen die zwei... Krass, wie sie einfach über was ganz anderes komplett redet. Nein, aber ich komme ja wieder dazu. Ich bin so gespannt, wie jetzt von veganen Burger zu OG Kimo. Ja, warte. Jedenfalls haben wir diese zwei Burger und wir wussten nicht so, welcher ist jetzt welcher. Also ich glaube, der muss es auf jeden Fall sein. Und dann irre er so... Ja, glaube ich auch. Und er isst den. Ich so, nee, ich warte lieber. Ich frage lieber, bis die wiederkommt, um auf Nummer sicher zu gehen. Dann war das der vegane Burger, bei dem wir uns so sicher waren, dass es der echte war. Crazy. Wollte schon mal sagen, dass er cray.
So, und dann konnte ich wieder weiterhören während der Listening-Session. Das war der Übergang, oder was? Und das ist jetzt der Übergang. Mhm. Und dann habe ich weitergehört, nachdem diese Problematik dann gelöst wurde. Und war dann geil. Ich habe vielleicht einen Song da dann wahrscheinlich verpasst. Ja. Durch das Hin und Her. Ich fand es auch Bombe. Also es war... Ja, das ist krass, was der macht. Das ist heftig. Ich habe mir auch dieses Album, also ich höre mir eigentlich jeden Tag, höre ich bestimmt so 6, 7 Mal dieses Faust und danach das Outro. Das sind, die kommen direkt hintereinander und das ist einfach so. Ich will gar nicht... Also der ist jetzt am 13. Dezember auch in Berlin. Lass live dahin. Safe. Safest auf jeden Fall. Vielleicht wird das auch sogar mein erster Moshpit, den ich mitmache. Moshpits verstehe ich nicht. Ich verstehe es auch nicht, aber es sieht krank aus. Sieht wirklich krank aus. Ja, also als Künstler würde ich es auch unbedingt wollen. Niemals dahinstellen. Ich springe doch nicht irgendeinen 18-Jährigen vor den Latz. Früher ist es, glaube ich, noch Pogen oder sowas. Und das habe ich immer schon so anstrengend gefunden. Und weil ich nämlich da irgendwo natürlich auch in der Crowd irgendwo stand, das wird immer voll... Oh. Aber das ging noch, aber Pogen ging, glaube ich, noch ein bisschen länger. Das ist ja immer so einmal Kreis, dann ging... Ja, ist auch scheißegal. Nee, so, habe ich hier noch irgendwas? Alles abgedeckt. Hast du noch irgendwas in eigener Sache? Irgendwas, was du anteasern möchtest? Oder einfach nur 2020? Be aware. Bitches. Ja, eigentlich schon. Also wirklich, es kam ja lange nichts raus. Oder immer mal nur so vereinzelt. 2020 wird groß. Nein, ich habe ein Album mit meiner Freundin / Sängerin Frankie Ballou. Mhm. Das kommt jetzt bald raus. Was ist das für eine Richtung? Deutscher R&B. Okay. So, aber halt langsamere Melbeats, so würde ich es einfach mal sagen. Und Irre, mit dem mache ich auch irre viel. Mhm. Der Y dreimal RE geschrieben, da sollte man sich unbedingt mal anhören, Spotify. Y dreimal RE, ja, den durfte ich auch kennenlernen, ich habe mir schon ein, zwei Songs reingehört. Ja, er war dermaßen geflasht. Ja, würde ich jetzt nicht sagen. Oh mein Gott, wie gesagt, ja, doch, er meinte, so ein Hurensohn. Ja, ja. Also, ich bitte vollkommen dich. Vollkommen in Ordnung. Ja. Ja. Nee, das war schon so. Beim OG Kimo und mich draußen übers Handy ans Ohr gehalten. Ja, das ist echt schon, vor allem lyrisch. Dick. Aber hast du denn, nächstes Jahr kommt ein bisschen was, bist du denn, wie kann man sich das bei dir vorstellen, hast du einen Vertrieb, bist du beim Label, bist du eigenständig, Also ich bin beim Verlag und jetzt mit diesem Frankie-Ding werde ich auch was unterschreiben, ich weiß noch nicht in welcher Form, Vertriebsbandübernahme, man weiß es noch nicht, okay. Da bin ich auch gerade am gucken, was jetzt die beste Lösung ist. Okay, das ist nächstes Jahr. Was ist, wenn wir uns, ich befürchte, es wird auch passieren, irgendwann nochmal in 15 Jahren zufällig... Ach so, in 15 Jahren? Nee. 15 Minuten geht's eben ab, ja. Bei einer, irgendwo, keine Ahnung, irgendeine Listening-Session von keine Ahnung wem, treffen oder sonst irgendwo. Was wäre dann das Coolste, was du mir erzählen kannst, eigentlich stelle ich mir das bei dir, also wenn ich dir vorweggreifen darf, das so vor, dass du dann eigentlich immer noch das so machst, was du jetzt machst, Nur noch ein bisschen größer. Ja, da ist ja echt noch Luft nach oben. Also ganz viel. Amiland und so ein Dings und ist ja alles machbar. Aber so ein eigenes Studio, das hat sich, weil jeder kleine Pisser hat ein Studio. Ja. Und ich meine, aber ein echtes Studio jetzt nicht. Ich habe auch bei mir zu Hause Musikzimmer, was auch vollkommen reicht. Ich habe mega Boxen, Adam-Boxen, bla, viel zu groß für die Wohnung. Killt. Ja, auch die Nachbarn. Ja. Aber so ein richtig fettes Studio. Okay. Ich wollte das nie. Ich habe auch nie laut Mucke gemacht. Und das mein Leben lang nicht. Hm. Ich weiß auch nicht, war mir nie wichtig. Aber jetzt möchte ich gerne laut Mucke machen. Ja. Und alles, du wirst mich so, wie ich jetzt bin, wahrscheinlich genauso. Bloß halt nicht Umfeld, sondern mein Habit. Mit Studio halt. Genau. So, und mit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, meine Liebe. Mir auch. Schön, dass du da warst. Und ob ein Schlusswort schön, folgt. Schön, dass ich da sein durfte. Ja, ich weiß. Das ist wirklich, ich weiß, es ist wieder zu arrogant, ne? Gottkomplex und so. Aber, macht dir nichts raus. Ja. Haben viele bei mir das Gefühl. Dann ist gut. Dann scheißen wir auf die Leute. Also, auf die anderen Leute natürlich. Ihr, meine Lieben, macht es gut. Haut da rein. Tschüss.